Ja, ganz fantastisch, ganz fantastisch. Also Sound ist da, Bild ist auch da und wir wissen natürlich alle, dass der Heiko hier im kurzfristigen Segment unterwegs ist und ich denke, das wird den einen oder anderen natürlich interessieren, wie du da vorgehst. Ich meine, du hast natürlich vielerlei Webinare, da kannst du vielleicht nachher nochmal drauf eingehen, wo du dann noch überall zu sehen bist. Auch für uns bist du ja, ich glaube, es ist jeder erste Dienstag dann am Start. Da können Sie praktisch genau das erleben, was wir heute ein Stück weit früher machen, vor dem EU-Opening, sozusagen dem Heiko mal über die Schulter schauen, wie er sich hier praktisch den Scalp rausschneidet aus den Märkten. Hier ganz kurz, wer es noch nicht weiß, hier ist unser JFD-Desktop. Der Bernd Senkowski liefert hier gerade. Ich habe den Ton stumm geschaltet, nicht wundern, damit wir hier keine Doppelung haben oder was. Hier können Sie immer wie bei JFD Live Trading Marktbewertungen sich anschauen. Und wir haben auch in der Früh den Kameraden Jens Glatt an Bord, der hier eine gute Dreiviertelstunde Morning Meeting darbietet und auch viele Infos hier übermittelt, die ebenso ja nur immer an Randbezirken bekannt sind. Also wie gesagt, ganz interessant können Sie hier Viva Livestream täglich sich anschauen. Aber heute wollen wir uns täglich den Markt anschauen und drum am Forex-Markt selber. Heiko weiß um das Dilemma mit dem Euro-US-Dollar. Ich weiß auch, dass du schon lange nicht mehr handelst. Ich selbst habe auch, ich glaube, in den letzten 6 Monaten 3 oder 4 Trades gerade mal gemacht, unabhängig von so einem Algo, der läuft. Der macht natürlich jeden Tag viele Trades, aber manuell im diskretionären Handel ist der Euro wirklich ein Stück weit biestig, um es mal so zu sagen. Deswegen auch verständlich, dass der Heiko, soweit ich weiß, sich dem Währungspaar jetzt so ein Stück weit abgeneigt hat, aber den DAX, den magst du natürlich umso mehr. Und deswegen würde ich mal vorschlagen, Heiko, da der Markt jetzt in 12 Minuten aufmacht, da wollen wir doch gleich mal gucken, was so deine Meinung vielleicht ist und live so dir über die Schulter schauen, wie du den Markt so coverst. Und ansonsten spielen wir uns den Ball immer mal wieder hin und her. Und ansonsten an die Zuschauer einfach die Info, wenn sie mögen, den Chat nutzen hier im Webinarraum oder hier im oder auf dem JFD-Desktop. Ohne Zweifel können Sie ja jederzeit mit uns in Kontakt treten. Und jetzt werde ich den Heiko mal zum Moderator ernennen. Heiko, soweit ready? Ich bin fertig, ja. Sehr, sehr gut. Also noch nicht mit den Nerven heute, Chris, aber ja. Die Frage ist, wann stehst du eigentlich oder wann gehst du an den Bildschirm? Das wäre so eine Frage, die mich jetzt mal gerade umtreibt. Wann gehst du denn an den Rechner früh so in der Regel, wann bereits nicht davor? Ich übertrage erstmal meinen Bildschirm. Ja, also hier nochmal mein Bildschirm, so wie er am Morgen aussieht. Sehr gut. Ja, also ich bin. Zu der Frage, wann ich am Schirm bin. Ich bin ab 8 Uhr meistens am Desk. Heute musste ich ja schon früher aufstehen, damit ich hier 8:45 Uhr im Büro bin. Also ich habe ein Homeoffice und ein Büro, um das so ein bisschen zu trennen. Das Berufliche und das Private. Ja, das Schöne ist ja natürlich für uns als die im Online tätig sind, ich kann meine Analysen sowohl von zu Hause aus schreiben, wie halt auch im Büro. Und ja, meine Premium-Teilnehmer, also ich habe einen Premium-Service, die informiere ich dann immer ab 9 Uhr, aber da kommen wir nochmal später drauf. Und ich werde einfach jetzt mit euch mal zusammen, gemeinsam den Tag durchgehen, wie ich mich auf den Tag vorbereite. Das wird jetzt ein bisschen knapp werden. Wir werden sicherlich in das Opening reinkommen, aber hier schon mal vorweggenommen, das Opening direkt handle ich relativ selten, sondern ich warte meistens immer ein bisschen ab. Und deswegen werde ich jetzt trotzdem ganz einfach, ganz normal die Analyse machen. Man kann die Analyse bei JFD aus dem Chart raus machen. Prinzipiell fange ich vom großen Chart an, in kleinen Chart zu gehen, das heißt Tageschart, Stundenchart. Fange ich da an und versuche dann daraus dann mir gewisse Punkte zu erarbeiten, die für mich für einen Tag interessant werden könnten, ohne dass ich weiß, dass der Punkt wirklich interessant wird. Also man kann sich das so vorstellen, vielleicht ganz gutes Beispiel an der Stelle. Wir hatten ja jetzt erst die Europameisterschaften gehabt und da ist es ja auch so, man kann sich natürlich als Team, weiß man von dem Gegner alles. Ja, man kann sich perfekt darauf vorbereiten, aber am Ende muss man natürlich erst darauf agieren oder reagieren, wenn dann der Gegner auf dem Platz steht und das Spiel angepfiffen ist. Und genau das Gleiche, so kann man sich auch die vorbörsliche Analyse vorstellen. Man bereitet sich auf den Tag vor, man schaut, wo kann der Markt hinlaufen, was könnte passieren, wie sieht denn der Markt aus, wenn er sich 100 Punkte nach oben bewegt, wenn er sich 200 Punkte nach unten bewegt und was bedeutet das immer im Folge für die aktuellen am Markt tätigen Marktteilnehmer. Damit ich es etwas schneller und besser zeichnen kann, nutze ich jetzt mal das Tool von Guidance.
Und da sind meine Charts auch abgespeichert. Die kann ich einfach ein bisschen schneller zeichnen, wie ich das jetzt über den MetaTrader machen könnte. Was wir jetzt hier sehen aktuell ist der Tageschart, und im Tageschart, den mache ich mal nochmal, den habe ich hier auch nochmal als neu, mit weniger Linien, so machen wir es ganz einfach. Also hier haben wir den Tageschart jetzt im DAX und wir sehen hier eingezeichnet ein 1, 2, 3 Tiefformation mit Gelb. Und für mich ist der Markt, seitdem wir über der 9810 sind, eher in einem Long-Modus. Gestern waren die Pfeile so eingezeichnet, dass wir oberhalb des Tageshochs vom, gestern war Mittwoch, vom Dienstag, also überhalb der 10.058, dass wir dort eher nach oben gehen, so wie die blauen Pfeile das jetzt hier anzeigen. Was heißt das jetzt für mich im Tageschart? Wir werden heute oberhalb des Tageshochs vom Montag eröffnen. Und jetzt stellt sich hier für mich die gute Frage, okay, wir haben heute noch wichtige Events, EZB, kommen wir auch noch gleich dazu, sollte man auch mal mit in die Analyse einbauen. Das bedeutet für mich, schafft es der DAX heute direkt oberhalb des Tageshochs vom Montag direkt Käufer zu finden, um nach oben durchzustarten. Zielbereich wäre hier bis hoch auf die 10.500. Wie gesagt, wir befinden uns im Tageschart. Oder aber fallen wir erstmal zurück, weil wir in der Kasse, also die Kassemarkt, der um 9 Uhr öffnet, wenn der aufmacht und wir kommen ein bisschen zurück, denn wir haben hier eine ziemlich große Lücke. Der Kassemarkt hat gestern, glaube ich, bei 10.100, weiß jetzt gar nicht, kann man ganz schnell gucken. Kassemarkt nochmal. So, Xetra hat geschlossen bei, um genau, close bei 10.142, lag ich doch gar nicht so verkehrt. Genau. Heiko, mein Guter. So, das heißt, ganz kurze Frage nur, und das ist auch richtig so. Rainer, du kannst immer mal reinschießen oder auch alle anderen. Wir sammeln das so ein bisschen, und jetzt, wo den Heiko hier gerade rumzeichnet, kann ich ihm direkt nochmal die Frage stellen. Und zwar, er fragt, ob du tatsächlich mit dem MetaTrader handelst. Ja. Logisch. Also ich handle mit dem MetaTrader bei JFD Brokers. Ja, also mein Realgeldkonto, alles trade ich bei JFD. Ich komme auch dazu, ich nutze trotz alledem die Analyse des Futures. Ich trade auch im Future, aber es ist so, dass ich im Future mittlerweile sehr, sehr wenig trade. Aber das werden wir sozusagen dann auch noch, das können wir eingehen. Wir haben ja um die 2 Stunden Zeit, also absolut. Wir stellen mal die Frage ein bisschen nach hinten dran. Wir machen mal die Analyse, aber schon mal eine gute Frage. Chris, bitte merken, komme ich nochmal drauf. Machen wir. Gut. Jawohl. Also prinzipiell gehe ich davon aus, wenn die Kasse bei, also sollte die Kasse bei 10.142, sollte dort der Markt in diesem Preisbereich hinkommen, dann hätten wir ein Gap Close, und dann würde das bedeuten, dass wir erstmal das Tageshoch vom Montag nicht halten und auch das Wochenhoch, was wir jetzt aktuell haben, das neue Wochenhoch verkaufen werden. Ansonsten tendenziell ganz klar ist der Markt so gesehen bullish für mich. Also das heißt, wir haben eine Aufwärtsbewegung, die auch im Tageschart, denke ich mal, ganz gut sichtbar ist. Also das heißt, vom letzten Bein mal angefangen, haben wir hier eine Bewegung, eine Korrektur, und jetzt hier läuft gerade die Bewegung. Das ist das, was gerade läuft, und in dem Sinne denke ich auch. Dann geht es direkt runter. Jetzt kann man, da könnte es man auch ganz einfach machen. Man nimmt jetzt sich den Chart jetzt her und klappt den jetzt einfach im Stundenchart auf. Ich mache es jetzt mal so rum. Das heißt, ich gehe dann runter auf die Stunde, und da sind alle Linien übertragen. Ich tue mal noch das Tageshoch von gestern hier noch einzeichnen. So. Im Stundenchart sieht das Bild ähnlich aus wie im Tageschart, also gibt es jetzt keine große Abweichung. Manchmal ist es so, dass im Stundenchart das Bild doch eher einen anderen Eindruck vermittelt, wie man das im Tageschart dann noch sieht. Aber auch hier prinzipiell kann man eigentlich den blauen Pfeil, den ich jetzt hier eingezeichnet hatte, kann man den selbst hier in Untergruppen nochmal in so eine Art Unterwellen einteilen. Das heißt also Bewegung, Korrektur, lange Bewegung gestern, schwache Korrektur und aktuell wieder Bewegung. Also das heißt, auch dieser Trend ist hier vollkommen intakt. Die Frage, die sich auch jetzt hier stellt, ist für mich, wenn ich jetzt hier noch einen Punkt dran hinzufüge, können wir halt das hochhalten, und wenn wir jetzt erstmal eine Korrektur sehen in den ersten Stunden nach der Öffnung, wie weit geht es runter und ab wann geht es wieder nach oben? So.
Nach unten für mich wichtiger Bereich, Tageshoch vom Montag bei 10.163, Tageshoch von gestern 10.147. Das sind für mich die beiden wichtigen Punkte zur Eröffnung. Sollte der Markt darunter fallen, je weiter er fällt, desto bärischer wird er und desto mehr kann man hier auch darauf ausgehen, dass man vielleicht sogar die 10.100er Marke nochmal sehen. Ja, aber ansonsten bleibt für mich das Szenario intakt. Jetzt klicken wir von dort aus runter in den 5-Minuten-Chart. Und auch im 5-Minuten-Chart sehen wir jetzt hier ein etwas anderes Bild. Wir haben jetzt noch 3 Minuten bis zur Eröffnung und jetzt sieht man hier, dieser vorbörsliche Anstieg wird verkauft. Und jetzt kommen wir dazu, wo sich Zeiteinheiten, wo man vielleicht an unterschiedlichen Zeiteinheiten zu unterschiedlichen Ergebnissen kommt. Denn hier kann ich anfangen, im 5-Minuten-Chart bereits eine Abwärtsbewegung einzuzeichnen. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich im 5-Minuten-Chart das, was ich dann im Skype-Trading dann auch mache, wo ich mich dann vorwiegend bewege, dass man jetzt hier vielleicht im 5-Minuten-Chart sozusagen, dass wir wissen, oder bis jetzt ist es so, wir haben einen Aufwärtstrend, ja, aber es kann sein, dass wir hier in diesem Untertrend, ich lösche das mal nochmal, in diesem Untertrend vielleicht eine Korrektur, also einen Abwärtskorrekturtrend sehen, so schimpft sich das Ganze, dass wir sozusagen uns hier erstmal abwärts bewegen. Ich habe das jetzt nochmal so beispielhaft vorausgezeichnet und dann, dass dann der Markt ab diesem Punkt dann vielleicht wieder in die Aufwärtsbewegung geht. So, ich mache das trotzdem mal rot. Das heißt, dieser korrektive Abwärtstrend ist gleichzeitig der Rücksetzer aus dem Stunden- und Tageschart. Aber am Ende dann trotzdem dazu, dass dann früher oder später der Markt wieder in die Aufwärtsbewegung geht. Das ist die Verknüpfung zweier Zeiteinheiten, womit auch viele Trader durchaus immer mal Schwierigkeiten haben, was sie nun traden sollen. Fazit für mich von dieser Analyse oder von dem heutigen Tag ist, wir haben einen sehr, sehr starken vorbörslichen Anstieg gesehen. Dieser vorbörsliche Anstieg, gehe ich davon aus, dass der anfänglich erstmal korrigiert wird. Meine Ziele wären 10.164 bis 10.148. Dort müsste ich schauen, dass der Markt Unterstützung findet, um dann zu versuchen, sofern ich dann hier unten in diesem Preisbereich um 10.000, also um 10.148, na komm her, wenn ich jetzt hier sehe, dass der Markt das Momentum verliert, abwärts gerichtet, wenn ich sehe, dass wir eine untere Umkehrformation ausbilden, dann würde ich versuchen, hier wieder in die Long-Richtung zu handeln und im Sinne des Tagestrends dann überswitchen. Ja, jetzt schauen wir mal, wie weit die Korrektur geht und wie sich dann das Setup dann sozusagen oder diese Analyse eventuell bewahrheitet oder nicht. Mal vorausgedacht, sollte der Markt jetzt ganz schnell unter die 10.148 fallen und sollten wir auch unter 10.100 fallen, dann kann auch der gestrige Tag sehr deutlich korrigiert werden und hierfür nutze ich nur, um da ein paar Anhaltspunkte zu haben, das Fibonacci Retracement. Das heißt, ich lege von der gestrigen Handelsspanne und jetzt seht ihr, ich lege mein Chart an einem Punkt an, der aber bei JFD gar nicht das Tief darstellt. Das liegt daran, dass ich, für mich ist wichtig, die Handelsspanne von 8 bis 22 Uhr, also das, was der Future da darlegt. Das ist für mich wichtig und das ist für mich die entscheidende Spanne. Das heißt, sollte der Markt auch die 10.100 knacken nach unten, weil wir keine Anschlusskäufer sehen, da hätten wir Platz bis 10.087 oder sogar bis 10.068 oder sogar bis 10.049. Das sehe ich zwar jetzt noch nicht, weil sich das Bild ja für dieses Szenario noch nicht entwickelt hat, aber sollte man hier einen intakten Abwärtstrend sehen, dann kann man dieses Szenario auch favorisieren. Aber so weit sind wir ja noch nicht, deswegen brauche ich jetzt darüber auch mich nicht auslassen über dieses Szenario. Ansonsten schaffen wir es, uns vom Tageshoch nach oben wegzubewegen, bleibt ganz, ganz klassisch das, was wir auch auf den anderen Zeiteinheiten gesehen haben, gerade der Aufwärtstrend intakt. Und dann sollten wir versuchen, weiter long zu handeln. Ziele nach oben, the sky is the limit, kann man sagen. Das heißt, also hier werden wir jetzt mal schauen, wie sich der Markt öffnet. Meistens warte ich die ersten 5 Minuten ab, bis dann sozusagen alle Kurse quotiert sind, der Markt sich so ein bisschen eingependelt hat und dann kann man eigentlich mit dem Traden anfangen. Ja, also das ist meine Analyse immer, merke immer vom großen Bild ins kleine Bild und versuchen die Zeiteinheiten, Tageschart, Stunde, 5-Minuten-Chart sinnvoll zu verknüpfen. Wie sieht es auf meinem Trading-Desk aus? Kommen wir zu meinem Trading-Desk.
Also das genau das gleiche kann man auch hier im Stunden, also bei JFD machen. Das sieht halt so aus, ich habe hier meinen Stundenchart oben rechts, immer als Kontrolle. Dann seht ihr jetzt hier in der Mitte, das Bild in der Mitte ist mein Trading Chart. Das ist der, gibt es ein Tool, das nennt sich Candle M Candle oder M Candles, wenn man das bei Google eingibt. Da kann man sich den 5-Minuten-Chart im 1-Minuten-Chart machen. Das bedeutet, was ihr jetzt hier seht, wir sehen jetzt hier gerade blau und rot die Kerzen, das sind die 5-Minuten-Kerzen und da drinnen läuft in schwarz-weiß der 1-Minuten-Chart. Damit habe ich eine sehr einfache optische, oder kann ich sehr einfach sehen, wie der Markt als solches läuft, sowohl im 1- und 5-Minuten-Chart. Und es gibt halt oftmals einen Hinweis, also zumindest sehe ich so auf einen Blick, wie die 5-Minuten-Kerze aussieht plus der 1-Minuten-Chart. Und selber habe ich auch Setups, die sozusagen die Kombination 5 Minuten und 1 Minuten als, ja, als Setup benötigen. Und das sieht man hier am einfachsten. Ja, vielleicht sehen wir heute mal so ein Setup. Müssen wir mal gucken, wie sich der Markt verhält. Das kann ich ja auch nicht vorausahnen. Was habe ich noch im Chart drin? Hier unten seht ihr noch eine ATR. Das ist die Average True Range, die ich noch im Chart habe. Das ist der einzige Indikator, den ich nutze. Das ist ein Anhaltsindikator, den ich nutze, um zu schauen, wie die Volatilität im Markt ist, weil anhand dieser Volatilität richtet sich oder daran richtet sich dann meine Positionsgröße, mein Stop und so weiter und meine Ziele aus. Ja, das heißt, kleine Schwankungsbreite, kleine Ziele, große Schwankungsbreite, weite Ziele. So, also das ist mein Hauptchart. Das Ganze habe ich hier rechts auch nochmal im 5-Minuten-Chart only. Das heißt, ja, das ist einfach nur zum klaren Überblick, wo ich jetzt nochmal die Tageshochs und Tagestiefs der Vortage einzeichne, damit ich hier dann auch nochmal weiß, an welchen Punkten wir stehen. Man sieht, meine Analyse, denke ich, ist relativ einfach und nicht arg kompliziert mit irgendwelchen Gedöns drinne von irgendwelchen massigen Indikatoren und so weiter und so fort, sondern horizontale Linien sind für mich das Wichtigste, denn Marktteilnehmer oder wir handeln ja immer auf dem Preisbereich. Das heißt, wir gehen long bei 10.200, wir gehen short bei 10.220. Das Tages, wir definieren vielleicht den Trigger bei Bruch des Tageshochs vom Vortag und so weiter und so fort. Deswegen sind für mich die horizontalen Linien sehr entscheidend. Ich sage aber jetzt auch nicht, dass die horizontalen Linien auf dem Punkt genau halten müssen. Es geht darum, ob das ein Preisbereich ist, der halt interessant ist oder nicht. Gut, so sieht's aus. Wir testen gerade eben, ich kommentiere das immer so ein bisschen live, Trades bitte nicht nachmachen, sind Trades zum Demonstrieren hier, um, also man kann die nachmachen, aber alles auf eigenes Risiko an der Stelle nochmal gesagt. Und ich möchte auch gerne ein bisschen was zeigen und demonstrieren. Das heißt, wird vielleicht nicht jeder Trade so laufen, wie ich das im Privaten mache. Und von daher soll es eigentlich so hauptsächlich auch einen Einblick in mein Trading geben, zumal ich auch nebenbei noch hier und da ein bisschen Fragen beantworte. Sehr, sehr gut, Heiko. Gut. Sehr, sehr gut. So. Wie sieht jetzt aber, das ist aber nicht das, nach woran ich ausschließlich handle, jetzt kommt noch eins dazu, denn ich habe die Kombination und das schon seit über 10 Jahren, trade ich CFDs und Futures Analyse. Das heißt, Jetzt kommt ein weiterer Punkt dazu. Mein MetaTrader verschwindet hier, so wird etwas kleiner gestellt. Und es kommen jetzt hier zwei weitere Bildschirme dazu. Und zwar hier ein 10-Sekunden-Chart. So, jetzt wird es ganz verrückt. Ein 10-Sekunden-Chart. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich den zugemacht habe. Nee, doch nicht. Ich habe nur weggeklickt. So. Warum? Ich bin ja, Berufshändler oder vielmehr privater Trader. Das heißt, seit 2001 lebe ich von dem ganzen Kram. Und für mich war von Anfang an wichtig, wenn ich in das professionelle oder semi-professionelle Lager wechseln möchte, brauche ich die Futures. Denn ich möchte gerne wissen, wie entwickelt sich Angebot und Nachfrage, wie ist das Verhalten der Marktteilnehmer, also der realen Marktteilnehmer, an gewissen Marken, und das kann ich nur sehen, wenn ich unter anderem den Kassamarkt habe und den Future-Markt habe. Für mich ist der Future-Markt aber der ausschlaggebende Markt,
der sowohl ja den Kassamarkt beeinflusst, wie auch der Kassamarkt den Future-Markt beeinflusst. Aber das gesamte Orderaufkommen im Future ist wesentlich einfacher zu sehen wie im Kassamarkt, weil ich ja dort theoretisch mir die Umsätze aller Einzelaktien zusammenziehen müsste, um da ein Bild draus zu machen. Und hier muss ich das halt nur um einen Markt machen. Und an der Stelle ist es so, dass ich für mich so einen 10-Sekunden-Chart habe, um zu schauen, im ganz kurzfristigen Bereich, wie der Markt dort tickt. Was ich jetzt parallel laufen lasse und danach dann auch durchaus hier und da mal mein Trade ausrichte. Das heißt, wenn ich, weiß nicht, wer sich mit Future Charts überhaupt nicht auskennt, wir haben jetzt hier blau und grün. Das ist zur Erklärung das Level 2. Das heißt, das sind alle Angebote, die gerade hier grün, die Limit-Käufer, also die, die bereit sind zu einem Preis, der unterhalb des aktuellen Preises ist, zu kaufen. Und rot sind alle Limit-Verkäufer, das sind die Verkäufer, die bereit sind, zu einem gewissen Preis oberhalb des aktuellen Kurses zu verkaufen. Ja, also das heißt, ich könnte jetzt sagen, ich bin bereit, ich möchte 10 Kontrakte bei 10.155 kaufen, gefällt der Markt dorthin, kaufe ich die und ich bin bereit, bei 10.160 10 Kontrakte zu verkaufen, dann lege ich dort entsprechende Limit-Orders rein. Und ich muss jetzt warten, dass Market Trader denn diese Orders durchhandeln. Das heißt, jetzt hat jemand gerade Market 10.153 Kontrakte verkauft, 20 Stück in Summe, und auf der anderen Seite hat jemand diese 20 Kontrakte als Limitkäufer am Ende bekommen. So, und daran kann ich mir dann immer ein Bild machen. Haben wir hier wenig Volumen? Ist das ein interessanter Bereich, weil der dauernd gehandelt wird? Oder sehe ich jetzt, okay, die Verkäufer sind in Control, das heißt, die Verkäufer machen jetzt gerade das Spiel. Sie nehmen, egal was hier drinnen liegt, der Limit-Käufer raus. Das heißt, hier unten auch wieder 20 Kontrakte gehandelt, hier wieder Part 3. Wenn jetzt hier unten wieder 20 Kontrakte verkauft werden, dann ist jemand bereit, einfach am Tief zu verkaufen. Wann verkauft man nur am Tief? Wenn man der Meinung ist, es geht noch weiter nach unten. Sollte man denn hier ganz grob vielleicht merken, im Order Flow nennt sich das Ganze, die Analyse, dass vielleicht ganz viele Verkäufer hier am Markt sind, der Markt fällt nicht, dann kann man abschätzen, dass hier ein größerer Trader am Werk ist, der gerade Position einsammelt und entsprechend den Markt ja, abfängt. Und das heißt, ich sehe hier mit diesem Order Flow kann ich hinter die Kerze schauen und kann oftmals auch einen Trade machen, den man als Trader, der nur den Candle-Chart sieht, einfach nicht machen kann, weil ich nicht sehe, was dort gerade passiert. Ja, und das führt dazu, dass ich hier ab und zu auch mal einen Vorteil habe, weil ich sozusagen hinter die Kerze schauen kann. Und auch vielleicht das nochmal als Anhaltspunkt, man sollte sich auf alle Fälle mal eine Demo-Version von einem irgendeinem Future-Broker holen, denn daran kann man sehen, wie gut der Broker, der CFD-Broker ist. Ja, da muss ich auch mal wie gut der taxt, also wie gut ist die Qualität des CFD-Brokers, auch wenn der CFD-Broker so ein Mischmasch aus Future-Kurse plus Kassamarkt halt hat, also so ein bisschen dazwischen, sage ich jetzt mal, ist es so, dass man hier auch die Qualität ausmachen kann. Also es gab vor Jahren, die Story kann ich mal erzählen, es gab vor Jahren, dass ich einen Trader in einem Webinar über die Schulter geschaut habe und da war es wirklich so gewesen, dass bei dem Trader der Kurs in seinem CFD-Chart seitwärts ging und der Originalmarkt ist gefallen. Und dann plötzlich war ein Spread von 8 Punkte da. Und als der Trader eingestiegen ist, ist der Markt plötzlich 8 Punkte nach unten gefallen und der hat sich gewundert, warum das so ist. Also das heißt, da hat der CFD-Chart überhaupt nicht mit dem Originalmarkt geschaut. Und ich kann hier sagen, JFD ist da wirklich extrem nah dran am Future. Klar ist, es gibt manchmal Bewegungen, die laufen unterhalb einer Sekunde, die sieht man nur im Chart gezeichnet, die kann keiner nachtaxen. Ja, also das ist unmöglich im Future, wenn plötzlich eine ganz große Order reinkommt und der Markt fällt innerhalb von 2 Sekunden 20 Punkte, da kommt man als, also selbst wenn ich das im Future sehen würde, könnte ich daran auch nicht partizipieren. Ja, wenn das in einer Sekunde passiert, kommt auch eher selten vor, aber ja, wenn ich es im Future sehe, ist ja eh zu spät. Und man hat da keinen Vorteil, außer man ist eine Maschine. Aber ich bin keine Maschine, ich bin ein Mensch. Gut, der Markt kommt zurück. Also das heißt, unser Szenario, das, was wir so ein bisschen favorisiert haben, dass wir in Richtung Gap Close gehen, also den Rücksetzer sehen, das tritt gerade so ein. Wer sich erinnert, das haben wir auch gestern gesehen, diesen Rücksetzer im DAX, dieser scharfe Rücksetzer auf das Gap Close, war gestern übrigens sehr, sehr guter Markt.
um da dann durchaus ein paar Trades im Gewinn zu schließen. Gut, also die Verkäufer sind in Control. Mein Level im Tageschart im FDAX liegt noch ein Stück, liegt auch in dem Preisbereich Richtung 10.100. Warum? Das zeige ich euch hier auch nochmal. So, jetzt wird es noch verrückter. Ich hoffe, ich überfrachte euch nicht mit Informationen. Wir haben aber die nächsten 2 Stunden ja noch Zeit, darauf einzugehen. Ich werde, wie gesagt, auch trotzdem ein paar Trades absetzen. Das ganze Volumen, was wir gerade so gesehen haben, was gehandelt wird, wird auch hier als blauer, oder als grauer Preisbereiche dargestellt. Das ist, könnt ihr euch vorstellen, dreht einfach das Volumen um, was gehandelt wird. Das Volumen auf Preis- oder auf Zeitebene, was man sonst kennt, unter einem Chart, dieses Volumen, jede 5-Minuten-Kerze oder das Volumen auf Tagesbasis, was gehandelt wird, das wird hier auf der horizontalen Ebene, auf der Preisebene abgestellt. Und wir sehen jetzt hier aktuell, dass das meiste gehandelte Volumen im gestrigen Tag im Preisbereich von 10.120 bis 10.110 gehandelt wurde. Also das ist für mich der Rücksetzerbereich schlechthin, wo der Markt gerne hinfallen darf, wenn er es macht und dort halten sollte. Sollten wir heute unterhalb der 10.100er Marke handeln, kann es unter Umständen passieren, dass wir ab 10.091, man muss zum DAX ungefähr 10 Punkte jetzt nochmal draufrechnen, dass wir hier nach unten relativ schnell fallen könnten. Also das heißt, wir müssen erstmal gucken, wenn es da hinfällt. Aber hier unten könnte der Markt relativ gut wieder zusammenklappen, bis auf die 10.144. Hier wurde ganz wenig Volumen gehandelt. Das ist der Ausbruch, der gestern stattfand. Ganz klar, wenn der Markt sich schnell bewegt, dann wird da wenig Volumen gehandelt. Gut, also der Preisbereich 10.112, das sind jetzt noch 10, 20 Punkte nach unten. Das wäre für mich ein Unterstützungsbereich. Ist ja auch identisch mit dem Unterstützungsbereich, den wir hier auch im Markt eingezeichnet haben. Gut, dann schauen wir mal, ob wir hier vielleicht den einen oder anderen Trade kriegen. Chris, wenn du Fragen hast, die ich beantworten soll, kannst du das gerne machen. Auf jeden Fall. Es sind Ansonsten werde ich jetzt. einige da, Ja. Heiko. Also wie gesagt, konzentriere dich ruhig on the market. Das Gute ist ja, wie gesagt, dass du das schon oft gemacht hast und praktisch ich gar nicht so viel beitragen muss und kann. Du bist voll in deinem Element, das ist wunderbar. Pass auf, ganz kurz, spricht man hier auch von Trendgrößen statt Zeiteinheiten, fragte Christian. Also wo du vorhin praktisch in den Timeframes geswitcht bist, fragte er rein vom Verständnis her, sind das auch die Trendgrößen oder wird das auch als Trendgrößen bezeichnet, die Zeiteinheiten, die du dann praktisch ineinander kombinierst? Ja gut, also Trendgrößen, ich weiß jetzt nicht, ob der Begriff dafür Der richtige ist. zutrifft. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht, ich kenne es so als Begriff jetzt nicht Trendgrößen. Trendgrößen, klar ist, natürlich je größer der Zeitrahmen ist, desto größer wird auch der Trend. Also das heißt, im Tageschart gehe ich ja auf 200, 300, 400 Punkte, sage ich jetzt mal. Im 5-Minuten-Chart kann ich ja gar nicht auf diesen Preisbereich oder auf diese Punktwerte, auf diese Trendgrößen eingehen. So, jetzt sehen wir hier was ganz Interessantes gerade. Wir haben jetzt gerade gesehen, der Markt hat gerade das Tief der letzten Minute gerade so ein bisschen unterschritten, kommt wieder hoch. Schade, jetzt hat es nicht gemacht. Jetzt wäre es schön gewesen, wenn die 1-Minuten-Kerze richtig hochgezogen wäre auf 10.145, dann hätten wir durchaus hier schon mal den ersten Punkt gesehen, wo der Markt vielleicht sogar bereits fertig hat nach unten. Aber hat er nicht ganz geschafft, die 1-Minuten-Kerze ist wieder nach unten gegangen. Im Scalp-Trading ist es extrem wichtig, dass wir hier im Sekunden, also genau schauen, wie die Kerze sich entwickelt. Ja, das ist immer ganz wichtig, deswegen habe ich hier oben rechts so einen Timer. Wir haben es genau 9:15, 30 Sekunden auf meinem Rechner. So, jetzt werde ich mal sehen, ob der Markt jetzt es schafft, also ob der Verkäufer noch am Werk ist. Bis jetzt ist es noch im 10-Sekunden-Chart, sieht man das sehr, sehr sauber, diesen Abwärtstrend hier. So, da sieht man ihn. Ja, wir laufen mit den EMAs, also mit den gleitenden Durchschnitten, die ganz grob nur das vermitteln sollen, ja, abwärts. Die haben jetzt keine Aussage, also ich trade da jetzt keinen Schnitt. Und wir sehen immer wieder, der Markt kauft. Dann stoppt der Käufer und dann kommt der Verkäufer, drückt den Markt nach unten. Das Spiel wird jetzt irgendwann mal kurzfristig beendet werden. Und ich würde jetzt hier schon, auch wenn der Markt noch volle Granate fällt bis dato, jetzt schauen, ob wir nach unten trotzdem fertig haben. Warum? Wichtig wird jetzt hier allein schon die Ausprägung dieser letzten 1, 2 Minuten werden.
Denn wir sehen, dass die letzte Minute auch, der Markt geht nur ein, zwei Punkte. Also das Tief der letzten 5-Minuten-Kerze war bei 10.132. Hier in der ersten Minute geht er nur ein ganz bisschen tiefer. Und wenn er jetzt anfängt zu kaufen, kann man hier so langsam überlegen, ob wir nicht vielleicht unten sind. Sollten wir jetzt ein neues Tief sehen, also zu der letzten Minute, und das wird auch wieder gekauft, je länger das dauert, desto mehr wird kommen Käufer, die hier einsammeln. Das heißt, der Markt kommt in Stocken. Die Dynamik lässt nach. Vorher haben wir gesehen, dass wirklich die Verkäufer stark in Control waren, also das heißt stark am Werk, durch die langen Kerzen, diese 3 Minuten, wo der Markt 25 Punkte fällt. Und jetzt fängt es an zu stocken. Das kann natürlich auch weiter runtergehen. Ja, also wir haben nach unten hin ja immer noch Platz. Aber man merkt jetzt hier schon, jetzt verändert sich das Bild hier. Ausprägung der einzelnen Kerzen. Ja. So, und wenn jetzt der Verkäufer fertig ist und die Käufer merken, sie bekommen langsam ihre Chance, der Käufer gibt wieder, fällt was her, dann kann man jetzt hier ganz kurz die Longseite traden. Also wir scalpen, das heißt, ich setze jetzt nicht darauf, dass ich 50, 60, 70 Punkte mit dem Trade mache, sondern ich setze hier, würde jetzt hier heraus ganz, ganz, ganz smooth versuchen, hier meine 5 bis 10 Punkte zu nehmen. So, jetzt, das ist eigentlich ein super Trade, den ich jetzt hier schon verpasst habe. Also während des Schnatterns habe ich diesen Trade eigentlich jetzt verpasst. Also der Markt auch hier geht nochmal runter auf die 34, kommt ein bisschen hoch. Einstieg wäre eigentlich jetzt bei 41, 5 Punkte mitnehmen. Reicht dann schon aus. Was passiert, wenn jetzt das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze getriggert wird? Hier werden dann bereits schon die Trader, die jetzt verkauft haben, über den 5-Minuten-Chart, werden hier langsam anfangen, dann ausgestoppt zu werden. Wie gesagt, wenn der Markt das triggert. So, wir schauen jetzt so weiter. Markt nimmt nochmal Attacke nach unten auf und das sehe ich halt im 10-Sekunden-Chart. Diese Attacke nach unten scheitert, Markt kommt hoch. Das ist das, was ich versuche zu erwischen mit dem einen Push nach oben. Ja, und mein Ziel ist es dann am Tag einfach zu versuchen, in einem gewissen Rahmen innerhalb der Volatilität einen gewissen Punktbetrag zu erwirtschaften. Und am Ende, das, was dann in Euro hängen bleibt, kommt, ist dann in Abhängigkeit immer von Kontogröße und entsprechendem Risikobereitschaft zu sehen. Ja, das macht dann die Positionsbestimmung aus. Gut. Was möchte ich jetzt sehen? Ich möchte jetzt sehen, dass der Markt nochmal nach unten Attacke macht. Diese Attacke, damit ich dann den Long Trade machen kann. Also ich bereite mich jetzt hier schon auf Long Trade vor. Viele Trader haben hier noch gar keinen Long Blick drauf, weil sie noch nicht verstehen, wie der Markt von der Struktur her tickt. Ja. Und das wird jetzt interessant werden. Jetzt kommen wir auch im Flow, sehen wir jetzt einen Limit-Käufer bei 10.137. Der zeigt so ein bisschen an, okay, nach unten sind wir jetzt erstmal ganz gut abgesichert. Ihr müsst jetzt schon ein bisschen was drauflegen, damit es nochmal runtergeht. So kann man es interpretieren. Und man sieht jetzt, kaum hat man diese 30 Kontrakte im Limit beigesehen, geht der Markt nach oben. Und das ist eigentlich genau die Denkweise, die man als kurzfristiger Trader braucht, dass man hier nicht abwärts denkt, sondern hier vielleicht schon mal antizyklisch long denkt. Und auch wenn ich jetzt hier keinen Trade gemacht habe, der Markt trotzdem jetzt hier 18 Punkte gestiegen ist und 5 bis vielleicht 10 Punkte sind richtig gut. Und jetzt laufen hier die Stops. Das ist der Stop Run durch Triggern des Hochs der letzten 5-Minuten-Kerze. Wir sehen, die Käufer, also Stops, werden durch Kauforders angezeigt. Das heißt, das sind die blauen Balken. Und der Markt ging ja relativ in 10 Sekunden schwupps durch. Und das ist der Stop der Trader. Und je höher es geht, desto mehr werden ausgestoppt. Und das ist eigentlich diese schöne Bewegung, die man jetzt hier hätte long traden können, wenn man im Detail hier unten den Markt beobachtet. Also das ist das Zeichen, man glaubt es manchmal gar nicht, das ist das kleine Zeichen, dieses Stocken des Marktes, um hier die Longs einzugehen. Ja, und die Long-Richtung, auch wenn ich sie jetzt nicht getradet habe, wäre mal bis dato jetzt nicht die richtige. Es geht auch nicht darum, ob der Markt jetzt bis da hoch geht oder nicht, weil mein Trade, den ich mir rausscalbe, ja, der sieht hier so aus. Der wäre irgendwo hier in diesem Preisbereich, wie viele Punkte habe ich jetzt? So, ich zeichne jetzt einfach mal so pauschal so eine 10-Punkte-Spanne ein. So, das ist das, was ich hier brauche. Irgendwo in diesem Preisbereich, das, was ich grün hier habe, das schnippel ich mir raus. So. Und was danach kommt, das ist danach mir vollkommen egal. Ja, wenn jetzt ein Marktteilnehmer sagt oder jetzt ein Trader jetzt hier sagen würde, ah ja, der Markt fällt ja trotzdem wieder runter, kann er von mir aus sogar auch machen, ist auch von mir aus ist auch okay, wenn er das macht, weil ich bin ja sowieso schon wieder draußen. Also das heißt, wenn er das macht, selbst das kostet mich dann nichts mehr.
Gut, also wir sind aktuell auf der Long-Seite. Wir haben diese tiefe erste Kerze. Das Bild ähnelt sich sehr, sehr mit dem gestrigen Bild. Und wenn es gut läuft, sollten wir jetzt weiter die Long-Seite versuchen zu handeln. Müssen wir mal gucken. Ich brauche jetzt aber das Problem, was ich jetzt habe. Ich möchte hier nicht oben bei 10.161 einsteigen. Das kann teuer werden, wenn der Markt dann doch nochmal richtig Richtung 10.128 fällt. Das heißt, ihr habt einen viel zu großen Stop aktuell zu einem möglichen guten Entry. Also das heißt, ich möchte jetzt gerne sehen, dass der Markt eine Attacke nach unten macht, die scheitert und dann, dass ich dann versuchen kann, die Long-Seite zu traden, damit ich hier ein besseres Chance-Risikoprofil habe. Klar ist, wenn der Markt jetzt wirklich ohne Rücksetzer, ohne starken Rücksetzer direkt nach oben geht, dann habe ich so ein kleines Problem, weil dann komme ich nicht rein, dann verpasse ich den Trade. Aber das ist auch nicht schlimm, weil ich möchte ja nur traden, wenn es so läuft, wie ich mir das vorstelle. Und nicht einfach aus Jux und Dollar 3 da irgendwie mal einsteigen. Sollte der Markt jetzt einfach nach unten durchfallen, dann ist mein Szenario, welches ich mir hier nicht ausgedacht habe, aber welches von der Struktur her passen würde, würde sich dann nicht erfüllen. Und dann wäre es wichtig, dass ich hier bei der Abwärtsbewegung keinen Long Trade reinkriege und dass ich am Ende dann den Trade, also dass ich keinen Fehltrade habe. Also das ist meine Aufgabe, die ich dort habe. So, wir scheitern jetzt so ein bisschen am Tageshoch vom Montag. In der Erholung gerade. Und jetzt mal gucken. Also wie gesagt, ich brauche mindestens zwei Kerzen nach unten, also 2 Minuten nach unten, um zu schauen, na, versagt die Attacke. Also so eine 1-Minuten-Kerze nur nach unten und dann nach oben ist für mich jetzt nicht ganz so schön. Man kann es traden, aber es ist gefährlich. Gut, gut. Also läuft alles nach Plan. Wenn man es jetzt nochmal anschaut, gestriger Tag, ich mach's mal ganz kurz auf, gestriger Tag, hier 5-Minuten-Chart, gestriger Tag, da sehen wir es ja, die Kerze ging es in den ersten 5 Minuten hier, oder ersten 10 Minuten gestern, ging es von hier 60 Punkte nach unten, dann noch ein Stück tiefer und dann die Attacke nach oben, wieder 100 Punkte nach oben. Und das kann heute auch so laufen. Gap haben wir geschlossen, vom Xetra-Markt. Also von daher durchaus alles erfüllt, was wir heute brauchen, um eventuell weiter zu steigen. Vom Volume Profile her wäre noch ein bisschen tiefer, ein bisschen besser gewesen, aber durchaus auch okay. Gut. Gut, Heiko, dann kurz mal Standby bleiben. Ja. Denn Also wenn ich mal einen Trade reinschnibbel, dann mache ich das, aber du kannst auch gerne erstmal. absolut richtig, Heiko, absolut richtig. Pass auf, Frage noch hier: Wie erkennst du denn, dass der Markt Momentum verliert? Kann man relativ einfach erklären. Momentum heißt ja, oder ich sag mal Momentum, Dynamik, sowas. So drücke ich das aus. Momentum ist ja, heißt ja so eine gleichgerichtete Bewegung. Also wenn man jetzt mal Momentum mit Geschwindigkeit gleichsetzt, kann man sich das ganz gut vorstellen. Auf einer Autobahn. Ja, auf der Autobahn kann ich mit hoher Geschwindigkeit schnell von A nach B fahren. So übersetzt man das in Candle-Sprache, heißt das Momentum. Das, was ich jetzt hier markiere, heißt viel Bewegung in kurzer Zeit und lange Kerzen. Hingegen, das, was wir hier unten gesehen haben, stockender Markt, Stadtverkehr, Stau. Ja? Und das ist dann sozusagen kleine Kerze, viele Dochte. Das führt am Ende dazu, dass ich hier, na, das führt am Ende dazu, dass man hier dieses sagen kann, das Momentum geht erstmal zurück. Also so würde ich es jetzt mal versuchen zu beschreiben. Gut, also die Aufwärtsbewegung im 5-Minuten- und 1-Minuten-Chart setzt sich doch weiter fort. Sieht eigentlich ganz gut aus. So, jetzt habe ich ganz vergessen, das in meine Analyse für heute früh mit einzubauen. Natürlich immer wichtig, ein Blick auf Termine. Man kann die Seite von JFD Traders nehmen. Hier vielleicht, Chris, noch einen kleinen Hinweis für dich. Ja, so, ich gucke immer auch mit dem Auge des Endkunden. Cool wäre natürlich, wenn man. Ja, cool wäre natürlich, wenn man hier statt GMT noch einen Auswahlbutton hat. Also ich meine, ihr habt ja internationales Publikum, aber wenn man hier auswählen könnte, GMT, MEZ, das wäre natürlich noch besser, als wie wenn ich jetzt hier 2 Stunden draufrechnen muss. Ja? Du, das ist Heiko, weißt du, warum wir das machen? Damit der Trader am Morgen gleich mal eine gewisse Routine ablegt Ja, und die richtig. Gehirnzellen anstrengen muss, weißt du?
Ich will es auch nicht einsteigen. Aber ich Nee, nehme es also mit. Ja. natürlich, man kann, ja, aber nimm es mal vielleicht schon mit auf. Ist ein ganz gutes Feature, wenn man hier einfach GMT, MEZ oder vielleicht auch für andere Trader in anderen Ländern, dass man das passend für der ihre lokale Zeit hat. Ansonsten natürlich auch Gottman Trader bietet es auch. Also wichtigstes Ereignis heute 13:45 EZB-Zinsentscheid, der noch kommt und dann die Pressekonferenz, die eigentlich teilweise in den letzten Jahren noch volatiler meistens war, wie eigentlich der Zinsentscheid, weil Zinsentscheid wird nichts erwartet. Und in der Pressekonferenz, je nachdem wie das Wording ist, gibt es dann nochmal entsprechende Volatilitäten am Markt. So, ja, ich glaube, ich habe zwar meine Long-Idee zwar hier dargelegt in Worten, habe sie aber bis jetzt nicht getradet. Wenn ich jetzt schnell gewesen wäre, wäre das hier sogar ein Long-Trade hier, den hätte ich hier machen können. Wert gewesen. Jetzt mal sehen, ob ich nochmal eine Chance kriege. Das Problem, was ich manchmal habe, ist, ich habe jetzt bis jetzt schon zwei Gewinntrades verpasst, also gedanklich. Oftmals ist es jetzt so, ich quatsche mich in den Trade rein und der zwar durchaus auch noch sinnig ist, aber der kompensiert oder der würde einen Teil meiner aktuell gemachten Gewinne nehmen. Und wenn das jetzt mein erster Trade ist, dann wird es halt der Verlusttrade. Also wir werden mal gucken, die Rücksetzer laufen richtig gut und die 5-Minuten-Kerze, die hat jetzt noch paar Minuten, noch 2 Minuten und man sieht jetzt, wie gesagt, die Käufer sind sozusagen jetzt am Drücker und wir werden mal schauen, ob wir hier vielleicht den Long Trade reinkriegen. Ich werde mal schauen, nächste 1-Minuten-Kerze ist ein Trade, der sozusagen antizipierend ist. Das heißt, ich würde darauf setzen, dass die 5-Minuten-Kerze halt. Jetzt habe ich erst mal gesehen, ich habe hier ganz links 15 Minuten Chart an, sorry. Das ist mir jetzt erst aufgefallen. Ist ein antizipierendes Long Trade, der bitte nicht nachmachen, das Ding, der darauf setzt, wenn man davon ausgeht, dass die aktuelle 5-Minuten-Kerze wieder höher schließt, ja, kann man versuchen, wäre mein Entry ungefähr 17,170 und man müsste darauf setzen, oder ich würde dann darauf setzen, dass wir dann drüber gehen. Aber in der Zeit, wo ich das gerade rede, fällt ja der Markt jetzt schon wieder nach unten. Also von daher kommt das jetzt nicht. Also das heißt, der Long Trade wird jetzt nicht werden. So, jetzt sehen wir hier im Order Flow die Attacke nach unten. Jetzt mal gucken, wenn die Attacke nach unten scheitert, würde ich jetzt hier versuchen, da mitzugehen. So, wir schauen im 5-Minuten-Chart unten links, da steht eine ATR von 30 bei 20 Punkte. Das heißt, ich versuche meistens von 20 Punkten ungefähr ein Drittel zu traden. Oder halt ganz grob die ATR 5, also diese 9, 10 Punkte im 1-Minuten-Chart hier, die zu erwischen. Also das heißt, mein Minimumziel sind eigentlich hier 5 Punkte. Im JFD Mini Terminal, das was ich als Scalp Trader nutze, sieht so aus, dass ich jetzt hier aktuell einen Take Profit von nur von 5,5 eingestellt habe. Man kann auch 10,5 machen. Das Schöne ist, wenn ich denn den Trade eingehe, man kann das ja alles aus dem Chart heraus verschieben. Ich habe jetzt mal einen Standardstopp von 20 Punkte. Das ist ungefähr die ATR von 3 im 5-Minuten-Chart unten links zu sehen. Und ja, das heißt, einen Stopp von 10 Punkten wäre für mich jetzt zu wenig. Auch wenn ich wahrscheinlich nicht mit einem minus 10 Punkte Stop im Normalfall jetzt hier unbedingt rausgehen möchte. Aber ich kann es ja nicht ausschließen, aber 20 Punkte ist okay. So, letzten 30 Sekunden oder letzten 10 Sekunden jetzt hier auf der Uhr. Markt, ja, die Attacke zwar gesehen auf der Unterseite, aber auch hier den Long bis jetzt nicht genommen. Und jetzt wird es ganz interessant werden. Wir zeichnen uns jetzt hier, jetzt werden gleich die Trades in Trade kommen. Wir zeichnen uns hier das Tief ein auf der Unterseite der 5-Minuten-Kerze, denn das ist der Trend. Das wäre die Trendfortsetzung für die Short-Trader auf 5-Minuten-Basis. Kann man sich, ich zeichne mal ganz schnell hier ein auf der linken Seite. Also Bewegung, Korrektur, Bewegung. Das sind die 5-Minuten-Trader, die hier aktiv sind. Und ich würde mal fieserweise, weil der DAX ist ja auch ein fieser Index, weil die meisten Trader verlieren auch eher Geld im DAX, würde ich mal auf die fiese Variante setzen, dass sie versuchen, also wir haben genau 61% sogar korrigiert. So, und jetzt müsste die Attacke für die Short Trader aufgehen. Also diese Bewegung, die wir jetzt hier gerade sehen, ja, wäre Bewegung vom Tageshoch nach unten, Korrektur 61%, passt sehr, sehr genau. Und jetzt würde man versuchen wollen, den Short Trader hier unten zu aktivieren. Da. Also ich denke mal, da unter dem Tief der letzten 5-Minuten-Kerze werden einige versuchen, Short zu gehen.
Und ich mache jetzt die fiese Variante. Also ich schaue auf die fiese Variante. Ich weiß nicht, ob sie aufgeht. Das heißt, ich würde warten, dass das Tief getriggert wird. Und dann würde ich mich freuen, wenn der Markt das Tief triggert, aber nicht weiterverkauft. Und dann habe ich den Vorteil, dass ich hier unten long gehen kann bei 57 und dann einen Long Trade machen kann. So, schauen wir mal. Ansonsten, ein Long Trade wäre noch möglich bei 66 mit Ziel 71. Und falls jetzt nochmal eine weiße 5-Minuten-Kerze rankommt, wäre das nochmal möglich. Ist nicht ganz so ein schöner Trade. Ein bisschen tricky, aber durchaus okay. Wenn man die Maustaste gedrückt hält, rechte, linke Maustaste drückt, kann man hier auch einen Buy Stop Order reingeben. So, ich habe jetzt eine Buy Stop Order reingelegt bei um die 66, also da mache ich jetzt nicht auf den Punkt. Das heißt, sollte Momentum, also sollte jetzt nach der Stille hier plötzlich nochmal Move reinkommen, möchte ich direkt nach oben mitgehen. Ansonsten warte ich jetzt ab, wie der Trigger hier unten läuft und versuche da unten reinzukommen. Sollte der Markt jetzt hier mit einer ganz langen Kerze durchfallen, dann ist okay, dann sind die Short Trader durchaus aktiv und kriegen ihre Chance. Aber ich würde mal auf so ein Scheitern setzen. Oftmals ist der DAX ist ja schon ein fieser Markt, der seltenst das vollzieht, was man gerne erwartet. Ja. Meistens kommt so immer das, was man gerne möchte, passiert ja nicht. Ja. Also. Wohl wissend, Heiko, wenn Schauen wir man mal. weiß, dass sowas kommen kann, ne? Ja, also man kann sich halt ganz gut vorbereiten. Und es wäre halt schön, wenn er das triggern würde. Was natürlich jetzt ganz, ganz, ganz fies aussehen würde, er triggert mich jetzt auf der Oberseite, so ich bin jetzt long, er triggert mich jetzt auf der Oberseite und fällt dann runter erstmal durchs Tief. Also das heißt, dann bin ich genauso auch der Depp, der mit dabei ist. So, das heißt, jetzt müsste das Momentum, jetzt müsste der Markt sozusagen durchziehen. Und müsste der Markt durchziehen und nach oben gehen. So, jetzt hat er mich ganz, ganz knapp geholt. Jetzt hoffe ich nicht, dass die Befürchtung eintritt, die ich gerade eben erzählt habe. Also was ich überhaupt nicht sehen möchte, ist, dass der Markt jetzt runterfällt, genau das macht, was ich auch erwartet habe. Dieses kann man maximal dann noch umziehen, raushandeln, indem man im Trade- und Stop-Management entsprechend mit mehreren Positionen arbeitet. Also ich arbeite öfters mit einem Dreier, also mit einer Dreier-Positionsgröße. Das heißt, im Normalfall haue ich dann die Position bis auf 15 CFDs oder auch mal 20 CFDs hoch. Wichtig, wie gesagt, die Positionsgröße 5, das richtet sich absolut nach dem persönlichen Empfinden. Also ich habe jetzt hier, wie gesagt, einen Demo-Account von von 200.000. Ha! Scheiße! Oh, sorry, sagt man nicht. Das ist eigentlich mein verkehrter Account, den ich gerade offen habe. Blöd. Na, good luck, Heiko. Das ist der VV-Account. Ja, Also ja, ich werde den Trade jetzt trotzdem mal schließen, weil das ist ein VV-Account. Ich muss den Trade jetzt einmal schließen, ich muss das andere Konto aufmachen. ja. Dann nimmst du den Gewinn, nimmst du mit, Heiko. Ist ja nicht schlecht, läuft ja Den gut. nehme ich. Gut. Ja, aber das ist jetzt natürlich ein bisschen doof. Ja, Trotz alledem. ich glaube dir, ich habe Weil es auch. das ja überhaupt nicht die Positionsgröße dafür ist, wo ich jetzt einen Trade habe. Ja, exakt. So, ich muss mal den Account wechseln. Vielleicht kriegt man nochmal oben als zweiten Trade den Ausbruch. Siehst du, ich habe nämlich da gestern getestet. Das ist jetzt eine interne, da ich jetzt für eine, da ich ein anderes Projekt starte und das ist jetzt ein doofer Start, weil das so ein zackender Trade dann wäre, der da gar nicht reingehört. Ja, kurz mal erklären, So. VV heißt Vermögensverwaltungsaccount, das mal als Info. Genau. Heiko macht ja, wie Ja. gesagt, da viele Projekte in der Richtung und das ist natürlich verständlich. Im Endeffekt wäre der Trade fast, vielleicht geht er jetzt direkt noch einen Take-Profit hoch, wenn wir noch ein, zwei Punkte laufen. Bingo. Ja. Dann holt er die ab. Ja. Wäre also ein Treffer geworden, Aber insofern perfekt. ja, aber wie gesagt, es ist von der Positionsgröße ist es überhaupt nicht das Richtige und es ist halt ja gut, auf 200.000 macht jetzt keinen Unterschied, ob als 8 Euro plus oder minus, ja. Ja, aber prinzipiell alles klar, der Trade ist aufgegangen als solches. Wollte ihn jetzt nur im Plus beenden, damit ich jetzt nicht mit Minus dort in diesem Account starte. Aber prinzipiell richtig gedacht, Hammer. Der Markt macht das und das Schöne ist, wir hätten 1, 2, 3, 4 Minuten, ist eine durchschnittliche Haltedauer für mich jetzt in einem Skype-Trade bei der Volatilität. Der Markt geht weiter nach oben. Er hat nicht die fiese Variante gemacht, dass er das unten getriggert hat. So, jetzt muss ich mal den Account erstmal Genau, wechseln. während du jetzt mal wechselst, kann ich mal kurz auf die eine oder andere Ja. Frage eingehen. Wechsel gerade den Account, kein Stress. Ralf,
Ein CFD-Aktientrade zu erklären für Heiko ist ein bisschen relativ. Das kann der Heiko bestimmt machen, aber wie du ja gesehen hast, seine durchschnittliche Haltedauer sind 4 Minuten, 5 Minuten. Das heißt, die Analyse, die er hier macht von den Timeframes, die kannst du natürlich auf jedes Underlying anwenden, was es gibt, ob das ein Bond ist, Zinsen, Rohstoffe, Währung, Indizes, völlig gleich oder eben Aktien. Du kannst auf jeden Fall, soll ich den Bildschirm kurz zurücknehmen? Heiko? Was? Soll ich den Bildschirm kurz zurücknehmen? Oder alles Ach klar so, bei nee, dir? nee, nee, nee. Alles Ach so, klar. ich hab aus Versehen, ich habe hier so viele Fenster offen, neben der Webinar-Software habe ich gerade die überlagert den MetaTrader gerade, Ach, deswegen Ralf, du war das. meintest mich, Ralf. Okay, ja, das können wir heute Nachmittag vielleicht machen. Kommst du heute Nachmittag nochmal dazu? Der Heiko wird nämlich heute Nachmittag leider nicht dabei sein, aber ich würde mich natürlich freuen, dass der ein oder andere von Ihnen dann am Nachmittag auch noch aufschlägt. Da werden wir auf jeden Fall so ein Aktientrade auch durchführen. Wann? Das steht sogar in der Anmeldung. Also 14:15 geht es los bis 16:15, 16:30 etwa heute nochmal am Nachmittag. Da machen wir in der Regel auch eine Trade-Fortsetzung praktisch zum US-Opening. Und werden da gucken, ob wir den Markt da auch covern können. Ansonsten, da können wir auch gerne so ein paar Aktientrades besprechen. Im Übrigen bin ich da ja auf der saisonalen Seite sehr aktiv. Also ich mache da auch gerade einen Track-Record für Seasonal Aktientrades. Da kann ich euch heute Nachmittag vielleicht ein bisschen was zeigen. Also das ist dann wirklich was für den einen oder anderen Positionstrader. Also gehe ich Aktientrades an mit Sicht oder Blick auf 5 bis 20 Tage und handle hier saisonale Muster. Und da ist natürlich genau das, was Heiko hier macht, auch eine Grundvoraussetzung praktisch neben dem saisonalen Setup hier die charttechnische Situation auszuwerten. Und wenn das eben alles so ein Stück im Einklang ist, dann mache ich den Trade. So wie Heiko praktisch hier im kurzfristigen Zeitfenster. Soweit ready, Heiko, dann kann ich wieder an dich übergeben, oder? Jo, also was ich nochmal sagen wollte zu dem Trade, wie gesagt, Ziel dieses Trades wäre, über das Hoch der 5-Minuten-Kerze zu gehen. Und wir sehen jetzt sich hier, oder das ist das, was einen erfolgreichen Trader ausmacht, so früh wie möglich zu erkennen, wann der Markt drehen könnte und die Struktur, die interne Struktur des Marktes zu verstehen. Und ich habe es jetzt auch meinen Teilnehmern im Service gesagt, man muss wissen, dass wir aktuell im Sommerloch sind. Unterschiedlichste Bundesländer haben gerade Ferien und hinzu kommt, dass auch in den USA Sommerferien sind. Und das bedeutet, wir haben relativ wenig Volumen. Warum erzähle ich das? Denn Märkte werden eher weniger starke und gute Trends aufweisen. Wir haben gestern nur ein einziges Mal diese Situation gehabt, dass wir einen richtig starken Trend bekommen haben. Das ist gestern hier also hier sieht man nochmal den Verlauf von gestern. Das ist der einzige Mal jetzt gewesen, wo wir mit wenig Volumen sozusagen eine Trendsituation hatten. Die Mehrzahl der Fälle wird der Markt, so wie auch danach, nur rumdillern, rumpendeln. Also wir werden seltenst gute Tagestrends sehen, sondern immer eher so ein bisschen Rumgediller. Und genau das Gleiche passiert auch heute. Der Markt fällt einmal kurz nach unten und diese Struktur hier kann sich bis jetzt nicht durchsetzen. Also Bewegung nach unten, Korrektur nach oben und Bewegung nach unten. Stattdessen sehen wir Bewegung nach unten, Bewegung nach oben. Und dieser Umstand ist durchaus dem Sommerloch zuzuordnen. Warum? Weil große Marktteilnehmer, die den Markt wirklich stark beeinflussen, eher selten bis gar nicht auftreten. Das heißt, von 20 Handelstagen im Monat wird es vielleicht 1 oder 2 Tage geben, wo es dann mal nochmal zwischendrin so aussieht. Die Rest der Zeit dillern wir wahrscheinlich zurzeit eher rum. Ja, das heißt, volatiles Hin- und Hergeschnipse. Und deswegen auch hier versuche ich aktuell immer den antizyklischen Blick zu haben. Das heißt, wer sich das Video auch nochmal anschaut heute und sieht, dass man hier unten ab 10.138, 10.130 oder sagen wir mal 10, im Bereich 10.145 bis 10.130 in diesem 15-Punkte-Bereich, dass man hier zumindest mal die Longbrille anfängt aufzusetzen. Das ist das Vorausdenken von neuen oder von Marktveränderungen von Strukturen und versuchen dann hier die Long-Seite abzufischen. So, und jetzt sind wir wieder bei dem, jetzt kommt ein ganz entscheidender Punkt, jetzt sehen wir plötzlich hier zwei lange Kerzen und das ist die Attacke, die jetzt durchgehen muss. Also das heißt, wir sehen jetzt hier, wir triggern das Tief dieser letzten 5-Minuten-Kerze und jetzt kommt Momentum rein. Das sind jetzt die Attacke machen auf der Short-Seite. Und jetzt kommt die große Frage,
Wird sich das durchsetzen, ja oder nein? So. So, also erste Kerze. Sollte jetzt noch eine zweite und eine dritte dran kommen, dann sehen wir genau das gleiche, was wir hier vorhin schon mal eingezeichnet haben, nämlich Momentum. Das heißt, der Shorty ist in Control, sagt man dann, also der Verkäufer. Ja. Darauf werden wir jetzt mal achten. So. Das heißt, der Verkäufer verkauft bei 10.170, hat er verkauft. Ja, sieht so aus, als wenn er bei einem gleichen Level wieder verkauft. Und das sehen wir jetzt wieder hier im Order Flow. Sehen wir es auch wieder ganz gut. Ja, es steht ja kein Käufer da. Jetzt schaut mal hier. Das ist das, was an der Eurex gerade an Volumen abgewickelt wird. Es gibt keinen Limit-Käufer. Der Limit-Käufer, der ist nicht da. Also ganz wenig da. Ja, es werden hier auf jedem Level ein Kontrakt, drei Kontrakte, sechs, sieben, einer, zwei, acht, zwischendrin mal 20. Ja, ganz, ganz wenig gehandelt. Das sind dann auch durchaus Algos, die jetzt dann gerade so ein bisschen auch damit reinspielen. Aber da passiert halt relativ wenig in der Zeit vom Volumen her. Und das, was wir vorhin gesehen haben, als der Markt so gestockt hatte, dass dann so 20, 30, 40, 50 Kontrakte getradet werden, das sehen wir jetzt gerade halt hier nicht. So, und man kann jetzt, das ist auch so ein typisches Phänomen des Sommerlochs, dass halt mit extrem wenig Volumen der Markt halt sehr, sehr stark bewegt werden kann. Ja, das ist halt nicht schön, aber mit dem Umstand muss man wissen. Zwei Möglichkeiten, die man hier machen kann. Also ich hätte jetzt darauf gewartet, dass es eine Minute durchzieht nach unten und dann der Markt nach oben geht, das, was ich hier unten schon mal eingezeichnet hatte. Das kam jetzt nicht, denn es kam noch eine zweite und jetzt auch die dritte, vielleicht auch nochmal eine vierte Kerze dran. Was bedeutet, der Shorty ist in Control, ich mache keinen Long Trade. Die Long-Geschichte, die ich hier erwartet hätte, wäre, ist verkehrt oder ist nicht aktiv. Was hätte ich da sehen müssen dafür? Die Kerze, die ich jetzt markiere, das ist diese Kerze, eine Minute runter, danach das Aufbauen der Position und jetzt wird das Ganze, der ganze Kladderadatsch glattgestellt. Und wird wahrscheinlich jetzt hier den Markt bis darunter ziehen. Ja. Also das ist Momentum. Man sieht lange Kerzen, starke Bewegung, gleichgerichtete Bewegung, kann man sagen. Ja. Anders als hier davor. Auch ganz gut. Wäre sogar fast ein Setup hier oben, aber ja, wir wollen es jetzt mal nicht übertreiben mit dem Hätte, Wenn und Aber. Ja, kommt übrigens eine Frage rein vom Rainer. Handeln Sie im derzeitigen Umfeld keine Shorts? Ich denke, das kannst du relativ leicht beantworten, aber die Frage kam gerade vom Rainer rein. Also ich handle durchaus Shorts, sofern ich das Setup habe. Ja. Also das heißt jetzt nicht, wenn ich, das Problem ist jetzt, in dem Punkt hier brauche ich jetzt über einen Short nicht nachdenken. Warum nicht? Kann man ganz einfach einzeichnen. Thema dazu ist Chance-Risiko-Verhältnis. Hier macht es gerade an der Stelle für mich jetzt keinen Sinn. Die Sache ist immer die, ich weiß ja auch nicht, oder viele denken immer, ich wüsste, wie die Börse läuft. Also ich weiß es nicht. Es tut mir leid, ich kann das, ich weiß es leider nicht. Auch nach 16 Jahren muss ich auch immer sagen, ich kann es euch nicht sagen. Aber klar ist, wenn jetzt der Markt hier nach unten durchfällt, dann könnte man sagen, hätte ich mal einen Short Trade gemacht, aber es wäre für mich jetzt hier nicht sinnvoll. Also, was haben wir jetzt gesehen? Wir haben die starke Bewegung gesehen, jetzt driftet es der Markt so nach oben gegangen und jetzt sehen wir hier doch eine starke Bewegung nach unten. Und warum kann ich jetzt hier unten keinen Short Trade machen? Das heißt, wenn ich hier unten einen Short Trade mache, muss ich wissen oder vermuten oder darauf setzen, dass der Markt durchfällt. Ich kann, wenn ich den Order Flow gut lese, kann ich hier unten mich reinklicken. Das geht manchmal. Das ist aber in so einem Webinar ganz, ganz schwer, weil ich 100 andere Gedanken noch mit drin habe. Also da muss ich ja wirklich für mich alleine sein und extremst konzentriert. Und es sieht manchmal auch so ein bisschen aus, als wie so ein verrücktes Huhn, was da rumklickert, aber das ist auch schwer zu vermitteln. Aber es macht hier unten jetzt ja keinen Sinn, Short zu gehen, denn das erste Ziel ist ja nur, dass der ganz kurz das Tief rausnimmt. Das heißt, ich könnte davon ausgehen, dass der Markt vielleicht bis hier hinfällt. So, das heißt, dann ist diese Wegstrecke hier, sind 10 Punkte. So, 10 Punkte. So. 10 Punkte sind das. Aber wo ist mein Stop? Sobald der Markt nur mal 10 Punkte hochgeht, habe ich ja schon theoretisch einen schlechten Stop. Also bei minus 10 Punkte. Und was ist, wenn der Markt jetzt kurz davor plötzlich komplett wieder hochgeht, wo setze ich meinen Stop? Also das heißt, ich kann ja meinen Stop hier oben nicht bei minus 30 Punkte setzen oder minus 40 Punkte, macht ja keinen Sinn. Von daher ist es hier unten völlig sinnbefreit, hier noch den Short zu versuchen. Das Einzige, wo der Short Sinn macht, ist, wenn man davon ausgeht, dass der Markt hier ganz stark durchfällt. Nur dann macht der Sinn. Und das kann ich in dem Marktumfeld, weil ich ja gerade gesagt habe, Sommerloch, nicht
voraussetzen, dass das passiert. Deswegen bleibe ich dort an der Seitenlinie. Gut, ich sehe, der Short ist bis zum letzten nicht durchgegangen, aber macht für mich keinen Sinn, da drauf zu hüpfen, weil ich habe einfach keinen guten Stop. Gut. Und vielleicht aus der Praxis noch, Heiko, meistens faken sie ja nach unten auch an, weißt Ja, das ist ja die fiese Variante. Die fiese Genau. Variante, die ich ja vorhin hier eingezeichnet habe, ja weiter oben, ist ja genau das, was jetzt passiert. Der Markt kommt an das Tief hier dran und jetzt kommt es darauf an, also viele andere Trader sagen sich, oh, jetzt ist der Trend bestätigt, ja, also wenn das jetzt ein Abwärtstrend ist, bestätigt, die gehen jetzt Short. Und für mich natürlich dann durchaus ein Zeichen im Sinne der fiesen Variante. Also man kann sich ja als das Gute ist ja als Scalp Trader, ich kann mir aussuchen, was ich gerne jetzt machen möchte. Und ich kann sagen, ich trade nicht die klassische Variante, ich trade die fiese Variante. Das heißt, was bedeutet die fiese Variante? Er muss jetzt nochmal das Tief rausnehmen, der letzten 5-Minuten-Kerze und jetzt steigen. Und wenn er dann steigt, dann kann ich sagen, ich trade jetzt die fiese Variante. Jetzt kann ich mal einmal die fiese Variante durchaus. So, jetzt habe ich natürlich jetzt hier nicht das Mini-Terminal offen. So, V-Talk. So. So, ich habe jetzt einmal fiese Variante. Ziel ist, wir haben es jetzt 9:47 Uhr. Die Kerze war am Tief. So, der Stop. Wir können nachher auch, wer Fragen hat zur Positionsgrößenbestimmung und so weiter, der kann das auch machen. Fragen stellen kann ich auch gerne beantworten. Was haben wir jetzt gesehen? Wir sehen jetzt wieder dieses Stocken am Tief hier. Und mal sehen, ob der Markt jetzt hier ein Stück durchgeht. Wir haben ja, also das, was einmal funktioniert, funktioniert auch ein zweites Mal. Also der Verkäufer, der heute den Markt von der 70 runtergeholt hat auf die 30, könnte natürlich jetzt genauso wieder den Markt verlassen und den Markt nach oben ziehen, wie er vorhin den, wie der Long Trader sozusagen den Markt von der 40 hochbekommen hat an die 83. Wenn ich ausgestoppt werde, alles kein Problem. Gehört ganz normal dazu. Also ich mache Haufen Verlusttrades auch jeden Tag. Habe ich auch gar kein Problem damit. Wichtig ist natürlich, dass man sein Risiko kennt. Hier habe ich einen Indikator, das heißt, man kann ja auch überlegen, wie gesagt, die Stückzahlen spielen keine Rolle. Ich hätte jetzt auch, kann auch angeben, kann ja mit 50 CFDs traden. Wichtig ist eigentlich die Punkte, die man hier tradet. Und das muss man dann mit seinem persönlichen Account dann ausmachen. Ja. So, Gutes worauf Stichwort setze ich übrigens, Heiko. jetzt? Ja. Hier kam die Frage, ob du dir so einen Punkteschnitt am Tag setzt, die du verdienen willst. Also hast du da irgendwie so ein Ziel nach dem Motto, wie viele Punkte du raus, oder hast du ein Tagesziel, wie viele Punkte du machen willst? Also das Tagesziel in Punkten habe ich immer ein festes Punkteziel gehabt, weil ich mit festen Positionsgrößen gearbeitet habe. Heute ist es aber so, dass ich ein bisschen davon abgewichen bin, weil die Märkte sich ja auch verändert haben. Also ich muss mich an die Märkte anpassen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, weil jetzt kommt es gleich darauf an, ob die Attacke bis 9:50 Uhr, ob wir jetzt hier nach unten durchgehen. Warum kann der Verkäufer trotzdem jetzt in Control bleiben? Weil wir schauen mal auf den Stundenchart, der sieht natürlich nicht schön aus. Das ist der Stundenchart hier und wir haben gleich Stundenende. Das heißt, auf Stundenbasis kann natürlich jetzt auch passieren, dass auf Stundenbasis da jetzt Verkäufer aktiviert werden. Also alle Trader, die auf Stundenbasis traden, könnten ja durchaus hier auch aktiviert werden. Vielleicht noch, wenn es noch ein paar Punkte tiefer geht, dass wir eher verkaufen. Deswegen ist für mich die Uhrzeit ein extrem wichtiges Hilfs- oder Trading-Instrument. Also es zu wissen, 9 Uhr, wir haben es, in 10 Minuten ist 10 Uhr. Je tiefer die Kerze geht, könnte es unter Umständen passieren, dass wir mit der neuen Stunde nochmal Verkäufer aktivieren, die auf dieser Ebene traden, um in Richtung 10.102 zu fallen und dann vielleicht zu steigen oder durchzufallen. Kann aber auch sein, dass halt diese Stundentrader sozusagen auch das als günstigen Einstieg sehen und den Markt jetzt nach oben bringen. Aber die Stundenkerze prinzipiell lässt man jetzt nicht gerade so viel Gutes vermuten und das sollte man mit in seinen, auch wenn wir jetzt hier einen Long Trade machen, mit einfließen lassen. Also das heißt, wenn ich jetzt hier sehe, dass der Markt nicht das macht, was ich gerne hätte, nämlich hier stark steigen, dann muss ich auch irgendwann reagieren und sagen, gut, dann haue ich den Trade halt raus. Auf was achte ich jetzt? Jetzt achte ich auf den Trigger. Wie verhält sich der Markt am Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze? Kann er dort durchgehen? Dann kommen wieder die Stops. Das, was ich genau vorhin erzählt habe, eigentlich kann ich die Schallplatte auflegen. Wir spulen das Webinar zurück. Und jetzt kommt genau das Gleiche, was hier auch heute um 10, 9 Uhr und 12 gesagt habe.
triggern wir, wie vorhin bei der 10.150, jetzt ist es nicht die 10.150, sondern die 10.141, triggern wir das hoch. Der 5-Minuten-Kette fliegen die Stops derjenigen, die vorher verkauft haben. Dann soll es den Markt ein bisschen hochgehen. Triggern wir es nicht, was bedeutet das? Das heißt, hier stellt sich einer rein und verkauft den Markt. Das heißt, wir müssen das triggern und dann brauche ich diese Kerze, die wir vorhin um 9.19 Uhr gesehen haben, diese lange Kerze, die brauche ich. Das ist die Kerze, die bringt mir den Profit. Und wenn die nicht kommt, muss ich anfangen, irgendwann zu reagieren und zu sagen, gut, dann halt, bevor ich jetzt mit minus 16 Punkte rausgehe, dann nehme ich halt plus 1 oder so mit. Ja. So, jetzt muss die Kerze aktiviert werden und dann sehen wir jetzt die Stops fliegen hier. Kleines Volumen, ja, das wäre halt schön. Und wenn da keine Stops fliegen, müssen wir halt gucken, dass wir halt entsprechend im Plus halt rauskommen. So, ansonsten nehmen wir hier die 10 Punkte mit und dann haben wir einen Schnipp-Schnapp Gewinntrade gemacht. Wenn der Markt uns das gibt. Ja. Aber same procedure wie heute früh, 9.18 Uhr, 9.15 Uhr. Die Kerze nicht so dynamisch wie vorhin die um 9.19 Uhr. Das lässt den Trade, das lässt so ein bisschen vermuten, dass nicht so viele Stops sind und dass der Verkäufer vielleicht hier sogar den Markt blockt. Ja. So, wenn wir jetzt die Attacke nach unten aufnehmen, kann ich überlegen, sogar den Trade, also normalerweise müsste ich jetzt rausgehen mit minus 3 Punkte. Die Idee wäre jetzt noch, dass man, also ganz wichtig ist ja eigentlich, entscheidend ist jetzt gerade eben, deswegen rede ich, entscheidend ist gerade gewesen, wie der Markt an diesem Preisbereich sich verhält. Normalerweise, was habe ich gesagt, sollte er stark, also die Kerze muss lang werden. Man muss vermuten können, da liegen die Stops. Und eine Stop liegen heißt immer, es werden Market-Kauforders aktiviert. Market-Kauforders, wenn eine große Anzahl von Market-Kauforders auf den Markt treffen, geht der Markt schnell nach oben. Nochmal verinnerlichen, genau die Kerze wie hier davor, die 9.19 Uhr. Das ist die Kerze, die macht es aus. Und wenn die nicht kommt, dann liegt da A kein Stop mehr. Oder sie wurden noch nicht aktiviert, sodass die Kerze sich nicht entfalten kann. Und das bedeutet, da muss man dann reagieren. Also plus 1 Punkt, plus 2 Punkte, plus 3 Punkte. Hier würde ich dann anfangen, nicht mehr darauf zu hoffen, dass ich den Trade gut beende. Auf die Uhrzeit kann man ein bisschen noch schauen, 9.53 Uhr. Also die 5-Minuten-Kerze als solches ist ja noch nicht zu Ende. Ich mache mal hier den 5-Minuten-Chart groß. Wie gesagt, im 5-Minuten-Chart ist ja noch nicht so viel passiert. Aber das ist auch ein bisschen gefährlich, weil wer sich mal den DAX anschaut, ich lasse jetzt mal den Trade hier so, wer sich den DAX anschaut, wir haben im DAX sehr, sehr viele Kerzen, die das Hoch rausnehmen und gleichzeitig auch das Tief der Kerze rausnehmen können. Das heißt, es kann sogar passieren, dass wenn jetzt die Kerze noch 3 Minuten hätte, was jetzt nicht der Fall ist, sondern es sind noch 2 Minuten, ja, es sind fast 3, kann es durchaus passieren, dass der Markt von hier oben in einer Minute oder in 2 Minuten direkt durch das Tief fällt. Ja, und wenn man bis dahin nicht draußen ist, dann kriegt man hier unten den Verlust. So viele Trader sind nicht bereit, weil sie was gelernt haben. Wie gesagt, ich rede mal durch den Trade durch. Viele Trader sind hier gar nicht bereit, den Trade mit plus minus null zu beenden. Warum nicht? Weil sie sagen, ich habe doch mein Chance-Risiko-Verhältnis, bla bla bla. Ja, das ist das Chance-Risiko-Verhältnis so eine Theoriegröße, die nur dann sinnvoll ist, wenn der Markt das auch macht, was man erwartet. Also es bringt jetzt aus Chance-Risiko-Verhältnissen so gesehen nichts, dass man den Trade eigentlich hält, denn wenn der Markt hier oben nicht das macht, was ich erwarte, dann wird es in der Konsequenz eventuell ausstoppen. Wird es mich ausstoppen, jetzt gleich. Ja, das ist so ein ganz gutes Beispiel dafür, dass ich zwar im Gewinn war, also schön wäre es natürlich, wenn es jetzt noch ein bisschen nach unten gegangen wäre, wäre jetzt auch so ein Beispiel, wo ich jetzt sagen kann, wenn ich den Trade nicht im Gewinn nehme, dann kann es sein, dass es mich im Verlust ausstoppt. Gut, Kerze macht nicht das, also das mit den Stops kommt hier nicht zum Tragen, also hier liegen kaum Stops drin. Das heißt, maximal sind das hier Aufbau von neuen Long-Positionen gegen die Verkäufer, gegen welche, die den Markt gerne weiter unten haben müssen, möchten. Wenn das hier aber nichts wird, wird das jetzt hier so ein bisschen rumgediller. Und wie gesagt, man sollte dann den Trade beenden. Also ich werde jetzt mal den Trade versuchen, ob ich den jetzt hier so ein bisschen plus beenden kann. Wie gesagt, man kann das hier alles, also man kann entweder Market rausgehen oder ich habe jetzt hier mein, aus dem Mini-Terminal, also das, was hier im Chart jetzt drin ist, das habe ich jetzt hier, kann ich dann einfach anklicken. So.
Den Take Profit kann ich anklicken und kann den halt frei verschieben und kann jetzt sagen, gut, hier, sobald das hier hochgeht, nehme ich halt raus. Ich kann auch sagen, gut, der triggert nochmal das hoch, nimmt den Trade hier raus. Ja, man soll, also ich bin jetzt der Typ eher, der den Trade jetzt halt mitnimmt. Im 5-Minuten, der 5-Minuten-Chart-Trader, was macht der? Jetzt schauen wir nochmal im Sinne des 5-Minuten-Chart-Traders. Der 5-Minuten-Chart-Trader setzt jetzt darauf, weiterhin, dass der Markt das hoch hier rausnimmt. Und dass wir hier sozusagen steigende Tiefs bekommen, also so eine Treppe nach oben. So. In der Korrektur ist das halt immer schwer, denn in der Korrektur ist es so, die Treppen halten zwar, man muss aber jetzt hier als Trader sehr, sehr viel aushalten. Und das Schlimme, oder nicht das Schlimme, aber das, was den Stop dann bringt, ist, wenn dann die Treppe mal bricht, so wie das heute hier oben war bei 10.166, dann fällt der Markt nach unten. Und dann wird man hier unten auch gefischt. So. Gut, also. Vielleicht sehen wir es ja sogar. Also, was würde passieren, wenn der Markt hier. So, warte, ich stelle mir jetzt mal meinen Trade nun glatt. Oder wie gesagt, jetzt erzähle ich die ganze Zeit, dass ich den Trade glatt stelle. So, jetzt gucke ich hier nochmal auf den Orderflow. Das ist so eine gebildete Kerze. Ja, gut, das ist jetzt. Also, wie gesagt, den Trade hätte ich so nicht mit dem Gewinn beenden können. Sondern ich wäre hier schon längst raus gewesen, irgendwie mit ein oder zwei Punkte. Ja, also den Trade hätte ich nie mit 6 Punkten beendet, also um mal ehrlich zu sein. Ja, das wären irgendwie ein, zwei Punkte hier gewesen, weil ich möchte als Skype-Trader, ist ja, man kann es wie ein Chirurg sehen, ich möchte nicht so lange warten. Also das ist ja, ich war 1 Minute, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten in den Markt investiert und war eigentlich mehr im Minus wie im Plus. Ein guter Skype-Trade geht rein und läuft dann los. Ja, also das war hier ein bisschen zu lange gewartet. Ja. So, jetzt haben wir das hoch getriggert. Die lange Kerze kommt wieder nicht. Also dieser extrem lange, der extrem lange Move kommt noch nicht. Wir bauen so ein bisschen zwar Momentum, nicht Momentum auf, aber wir halten die Lows. Die Rücksetzer werden ganz gut abgefangen. Also so ein bisschen ist, der Markt versucht da nach oben zu kommen, hat aber durchaus Schwierigkeiten. Ja, und vielleicht wartet auch nur ein großer Trader, den Markt so weit nach oben zu bekommen, dass er dann nochmal richtig draufdämmen kann, um dann den Markt wieder komplett nach unten durchzuziehen, wie davor in dieser langen Kerze. Gut, gut. Also wir haben versucht, genau das gleiche zu traden wie heute früh um 8 Uhr, 9 Uhr 19, 9 Uhr 15, sowas in der Dreh, was wir hier vorhin schon erkannt haben. Hat nicht geklappt. Wir haben den Trade jetzt hier mit 6,5 Punkten mitgenommen. Fairerweise muss ich sagen, wäre mein Trade wahrscheinlich hier rausgegangen. So. Also also allerspätestens, also mein spätester Exit wäre normalerweise hier gewesen, da unten irgendwo. Also irgendwie 1 oder 2 Punkte. Hat zumindest ein Plus. Versuche ich dann, muss man so sagen. Aber gut, da habe ich ja den Trade und so. Also ich mag es nicht, dass der Markt so stark hin und her pendelt, auch im 1-Minuten-Chart gefällt mir nicht. Heiko? So, ja, ich bin da. Ja, sehr gut. Also machst du, wie gesagt, ganz toll. Ich hatte wenig was zu sagen in der Art, aber ich hatte gestern Abend auch noch ein Webinar. Insofern kommt mir das ganz recht. Ich bin nämlich auch ein bisschen heißer. Aber das machst du wieder ganz toll. Ich habe auch ganz tolles Feedback, Heiko, aber das habe ich mir nicht anders erwartet. Und wir werden das bei Gelegenheit auf jeden Fall nochmal fortsetzen. Und wie gesagt, wir werden da viel tun, um auch Sie weiter auszubilden. Und was Heiko hier im Kurzfristigen macht, ist auf jeden Fall Sahne. Was ich noch frage von der Irene, und zwar, ich habe noch viele andere Fragen, da müssen wir mal sehen, ob wir die noch durchkriegen. Zu einem mal mitnehmen, wie du mit dem GUV oder was das für ein Gewinn- und Verlustindikator ist, der da praktisch hier die Preise bzw. die Punktdifferenzen dir genau anzeigt. Das wird die Irene gern wissen. Erstmal schön, dass wir auch weibliche Teilnehmer dabei haben. Das ist ja eher Mangelware im Tradingberuf. Und dann noch eine Frage, wie viele Monitore du benutzt, Heiko. Und dann wären wir erstmal mit den Kernfragen durch. Also bitte bei Google mal Orders Indikator eingeben. Und dann hat man hier oben ganz gut diesen Indikator schon, den man sich einfach runterladen kann. Ich kopiere einfach mal den Link hier in den Chat rein. Ich weiß nicht, ob das jetzt alle kriegen. So. Genau, wenn Also. er nicht kriegt, dann gebt Bescheid. Den Candle-Indikator kann ich euch auch reinstellen, nachdem der Ottmar vorhin gefragt hat. Den habe ich auch schon gefunden. Ja, genau. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, Heiko. Da muss ich wirklich sagen, das hat, also ich arbeite ja auch so mit multiplen Zeitebenen und das ist schon wichtig, dass man in einem Zeitfenster sieht, was in der darüber passiert. Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz feines Tool, muss man nutzen. Also ich habe halt so ein, ich habe im DAX mir über die Jahre jetzt, seit 2 Jahren handle ich das, ein Setup zurechtgelegt, das nennt sich Box Setup.
Das verknüpft 1- und 5-Minuten Chart-Trade. So, jetzt haben wir 10 Uhr, jetzt kommen die 10 Uhr-Trader, die Stunden-Trader, die vielleicht jetzt Orders aufgeben. Und ja, das verknüpft zwei Varianten, die das beinhalten, was ich vorhin gesagt hatte, dass der Markt sehr gerne die Hochs und Tiefs rausnimmt. Und das kann ich halt am besten sehen, wenn ich zwei Zeiteinheiten verknüpfe. Also das heißt, wenn wir jetzt hier einen 5-Minuten-Chart haben im DAX, haben wir es sehr oft so, dass die nachfolgende Kerze durchaus so aussieht. Ja, so. Das heißt, die eine 5-Minuten-Kerze war ja einmal über dem Hoch drüber. Das heißt, wenn ich da drinnen jetzt den 1-Minuten da drinnen jetzt mal einzeichnen würde, das heißt, der Markt geht jetzt im 1-Minuten-Chart so hoch, ja, dann kommt er vielleicht ein bisschen runter, geht so ein bisschen hoch und fällt dann so nach unten. So würde ja der 1-Minuten-Chart da drinnen aussehen. Und man nimmt die Hochs und die Tiefs raus. Und diesen Umstand habe ich mir zunutze gemacht, indem ich sage, gut, wenn der 1-Minuten-Chart rausgeht und wieder runtergeht, dann gehe ich hier short, wenn es passt, und versuche bis an das Tief zu halten. Und dieses Setup ist durch die Kombination dieser beiden Zeiteinheiten gekommen. Man kann, also wir haben das heute einmal gesehen, es passt aber nicht ganz genau in mein Setup, aber vielleicht könnt ihr genau dieses Phänomen, wenn ihr jetzt auf den Chart mal schaut, eventuell entdecken. So, wir machen mal den 5-Minuten-Chart an und dann kann man mal gucken, wo haben wir heute das gesehen. Also jetzt habe ich ja löschen. So. Und da fällt eine schöne Kerze auf, die am Ende eigentlich auch eine richtig saubere ist. Und zwar, ich zeichne es ein. Das ist das Tief der 5-Minuten-Kerze. Es wird hier rausgenommen und das Hoch der 5-Minuten-Kerze, der schwarzen Kerze, wird komplett neutralisiert. Und das ist halt dieser fiese Move. Der Markt macht nochmal ein neues Tagestief oder ja, also von der Kasseeröffnung her gesehen. Oder von 8 Uhr gesehen, ein neues Tagestief und zieht dann nach oben und nimmt sofort das Hoch der letzten Kerze raus. Ähnliches haben wir heute aufgrund des Kerzenverhaltens sich komplett so gesehen. So, jetzt kommt hier nochmal ein bisschen Action rein. Ja, heute früh war es noch einmal. Aber das war die einzige richtig gute Kerze. Prinzipiell hat das hier auch gemacht. Das ist ja auch so eine fiese Bewegung. Der Markt ist hier in Bewegung nach oben, nimmt hier das Hoch raus und fällt danach die nächsten 10 Minuten nach unten. Ja, also auf dem 10-Minuten-Chart würde man das jetzt auch sehen, dass er die Hochs und Tiefs rausnimmt. Und das ist genau das, was ich jetzt hier sehr, sehr deutlich im Detail sehen kann. Und das Schöne ist, er macht das hier auch mit der ersten Minute. Ich mache das Bild mal schön groß, damit wir hier auch ein bisschen was lernen. So, und jetzt sieht man hier, das ist der Close Course, wo ich jetzt gerade bin, ist der Close Course der 5-Minuten-Kerze. Das ist die erste Minute der neuen 5-Minuten-Kerze. Hier, der Markt triggert dieses Tief hier an, kommt nicht weiter. Ja, und dann beginnt bis zum Ende der 5-Minuten-Kerze diese Bewegung nach oben, und das war ja das, worauf ich gesagt habe, das ist der Trigger, das Hoch der letzten 5-Minuten-Kerze, darauf achten wir. Wenn es schnell wird, gibt es einen schönen paar Stops und einen schönen Gewinntrade. So. Ja, und dieses abrupte Wechseln der Trendrichtungen ist halt gang und gäbe, also ist im DAX ganz, ganz beliebt. Ja. Eine Minute komplett hoch, nächste Minute runter, kommen jetzt danach 3 Minuten schwarz, ist jeder, der hier irgendwo long war, hat einen ganz schlechten Trade. Weil er in der Minute, also den Gewinn kann man hier nur einsacken, wenn man in der Minute ausgestiegen ist. Man weiß ja aber, warum soll man in der Minute um 9 Uhr oder 10:02 Uhr aussteigen? Man weiß ja nicht, dass danach die Minute so runtergeht. Und das ist halt das Fiese an dem DAX gerade. Ja? Wenn ich das hier nochmal einzeichne, ja. Wir haben hier so eine kleine Kerze im 1-Minuten-Chart, dann nochmal so eine kleine Kerze im 1-Minuten-Chart, ja, dann vielleicht hier so ein Doji, dann nochmal so eine ganz kleine Bibelkerze. So, und dann kommt eine große, lange weiße Kerze. Wenn man von hier bis hier rausgehen würde, sei jetzt mal, hätte man 15 Punkte. Ja, und dann die nächste 1-Minuten-Kerze ist aber so. Ja. Und schwarz. Ich schraffiere sie mal für schwarz. So. Das heißt, wenn ich jetzt hier bin ich dann vielleicht nur noch bei plus 5 Punkte. So, und was mache ich jetzt? Warte ich noch 1 Minute, wenn die nächste Minute Momentum aufweist, dann bin ich plus minus 0 und ärgere mich, warum ich hier keine 15 mitgenommen habe. Aber es ist halt schwer zu sehen. Und hier vorne dillert man die ganze Zeit 1, 2, 3, 5 Punkte plus minus rum. Und das nervt halt. Und das ist halt das, was halt so der typische Markt im DAX ist, dieses starke Hin und Her, dass wir
dass wir von diesen zwei Kerzen, die teilweise hier im 1-Minuten-Chart so aussehen, einmal hier oben geschlossen und danach komplett runter. Ja, und wenn diese Kerze hier eine Spanne hat von 10 Punkte, habe ich davon nichts. Nada. Außer ich bin bereit, hier oben bei plus 10 rauszugehen. Ja. In der Nachbetrachtung sagt man, ach, das hätte ich ja ausgehalten, durchgehalten, was auch immer. Ja. Gut, und jetzt haben wir das genau zweimal gesehen. Einmal runter und wieder hoch. Ja, und das ist natürlich ein absoluter Nervmarkt dann, wenn man da die Stops zu eng hat, zu weit hat. So, was für ein Thema wollten wir noch behandeln? Wir hatten am Anfang des Webinars ein Thema, was nochmal gefragt wurde. Ach, betreff, was, Future? Nee. Genau, so. Wir hatten tatsächlich eine Future-Frage. Muss man FDAX-Volumenbereich auf DAX umrechnen, hatte ich hier noch als Frage. Also praktisch das. Nee, also das, na, das kann man nicht umrechnen. Das lässt sich ganz schwer umrechnen. Es geht einfach nur zu sehen, oder was man hier wissen muss, ist ja, wir haben ja die Börse oder der FDAX, der Future, ich mache mal F für Future, das ist ein Markt, das ist hier, das ist der Marktplatz. So. Und außenrum, ja, das ist der Marktplatz, das ist das, wo alle Orders reinfließen. Also wenn man jetzt hier nimmt, sozusagen die Time and Tails Liste, T und S. So, T und S. Im Kassamarkt kann ich das so schlecht machen, weil ich habe ja im Kassamarkt habe ich ja ganz viele Börsen. Ich habe den, ich habe Frankfurt, ich habe theoretisch Hamburg, Berlin, klar, die Umsätze sind dort verschwindend gering, weil 90% wahrscheinlich oder 95% über Xetra abgerechnet wird. Aber ich habe halt unterschiedlichste Kurse noch. Und da das Gesamtvolumen rauszukriegen, ist halt extrem schwer. Lässt sich aber alles auch machen. Nur die Frage ist halt, ob man es braucht. Und man müsste ja dann sozusagen die Stückzahlen der gehandelten Aktien in den Wert umrechnen und dann auf den FDAX umrechnen. Also wird dann schon ziemlich kompliziert. Und ich wollte jetzt nochmal hier kurz die Time and Tails Liste zeigen. Also das heißt, wir haben an der Eurex gibt es einen Markt. Und dieser eine Markt, da fließen alle Orders rein. So, jetzt, damit wir das hier mal schön demonstrativ machen können. So. So, das ist dieser eine Markt. So, ich tue das mal hier nochmal überlappen. So, das ist der eine Markt, wo alle Orders des DAXes hier reinfließen. Time and Tails Liste. Markt. So. Und außenrum haben wir alles fließt hier rein. Also das heißt, hier haben wir den Scalper. Wir haben hier den Fonds, der reinfließt. Wir haben die Instis, die hier reinfließen. Also jegliche Art von Tradern, Trader-Typen, Trader-Gruppen, das ist wie, als wenn auf einem Fußballfeld sozusagen von Kreisklasse bis Champions League alles dort steht. Ja, so sieht es aus. Und alles fließt auf einen Markt und alles würde sich auf einen Marktplatz tummeln und sich den Ball hin und her spielen, also hoch und runter. Und deswegen versuche ich nur den Future als solches zu analysieren und zu schauen, wer ist gerade der Markttreiber. Also sind es die Scalper, der Kurzfristhandel, der den Markt so 10, 20, 30 Punkte bewegt, oder haben wir eine Insti-Order, ja, die den Markt halt ganz stark bewegt. Ja. Das versuche ich halt rauszukriegen, wenn ich das sehe. Also ich weiß natürlich, dass jeder Trader, egal, auch wenn wir jetzt einen Trader haben, der auf Fibonacci tradet und der sagt, ich habe gerade irgendein Fibonacci Retracement reingelegt und der drückt den Verkaufsbutton, also Sell 10 Kontrakte im FDAX, ja, dann fließt die Order hier in die Time and Tails List rein. Wenn ich jetzt einen Scalper habe, der sagt, ich trade jetzt einen Kontrakt long, dann fließt der auch in die Time and Tails List rein. Also das, was wir jetzt sehen, grün für Kauforders, rot für Verkaufsorders. Und das machen die den ganzen Tag und alles sammelt sich in dieser Time and Tails Liste, egal wer dahinter steht. Ob da hinter den Einkontrakt Meyer Müller steht oder die Deutsche Bank. Ja. Was ich halt nicht sehe, aber so kann man sich das vorstellen. Und deswegen versuche ich halt nur dieses Volumen zu nehmen und so ein bisschen zu analysieren. Also es geht jetzt für mich auch nicht darum, wie viele Orders hier im Einzelnen durchfließen, sondern es geht darum, wo ist ein Preisbereich, wo ganz viel Volumen gehandelt wird, wo wenig Volumen gehandelt wird. Also es geht mehr um den Einblick hinter die Kulissen zu bekommen.
Gut, jetzt mal sehen, ob wir hier so einen Fehlorder haben. Also wir haben gerade einen Shooting-Star im 5-Minuten-Chart. Der wurde getriggert. Im 5-Minuten-Chart, der Trade wurde getriggert. Und jetzt kommen wir ein bisschen hoch. Jetzt gibt es zwei Sachen. Entweder, also im Idealfall fiese Variante. Ich trade jetzt mal die fiese Variante. Also ich bin jetzt nochmal long gegangen. Ich setze jetzt mal auf die fiese Variante, die nicht unbedingt kommen muss. Wie gesagt, ist ein, das heißt, was würde bei der fiesen Variante passieren? Wir haben hier einen Shooting Star und was wär der Idealfall? Wir nehmen das hoch, diese Shooting Stars raus. Und dann hätte ich da einen Gewinn. Ja? Denn ganz viele Trader setzen ja jetzt auf den Short. Also wir triggern diesen Shooting Star und hier unten würden Trader oder versuchen, Retail-Trader, also ganz normale Trader, versuchen hier unten einen Short-Trade zu machen. Ich sage, ich gehe mal dagegen und versuche hier einen Gewinntrade zu machen, weil wo liegt denn der Stop dieser Trader, die hier unten Short sind? Wo liegt der Stop? Logisch über dem Hoch der Kerze. Das heißt, ich sage, ich gehe nicht direkt am Hoch raus, sondern ich sage, ja, der kleine Push hier durch, das heißt, ich nehme noch 2 Punkte mehr mit, das wäre mein Ziel. Schauen wir mal, ob es bis, wir haben es jetzt 10:12 Uhr, 3 Minuten haben wir noch, mal sehen, ob es durchgeht. Und wenn es durchgeht, na da, wäre es natürlich super schön. Also noch ist es nicht durchgegangen, ja? Man soll sich nicht zu früh freuen. Aber das ist genau, was dahinter steht, hinter diesem Trade. So, schauen wir mal. Hier oben kommt jetzt das Trade Management, also entweder ich nehme den Trade komplett mit, ich mache einen Teilverkauf, bla bla bla. Also da kann man halt überlegen, was man denn dort noch macht mit dem Trade. Wie gesagt, man sollte, wenn ich jetzt auf meine ATR nochmal schaue, als Trade Management Tool, 11 Punkte. Ich rede jetzt mal weiter. Also 11,4 Punkte ist meine Richtgröße. Das heißt, wenn ich hier meine 10 Punkte erwische, bin ich richtig gut. Aber es würde mir auch ausreichen, den Trade jetzt bin ich 3,5 Punkte vorne, 3 Punkte, 2,7 nur noch. Also es würde mir auch reichen, den Trade mit 5 Punkten mitzunehmen. Dann habe ich ein Drittel dieser ATR auch ganz gut erreicht. Also das wäre mein, wäre auch ein mögliches Ziel. So. Und das ist halt, wie gesagt, das Typische in dem Markt, dieses plötzliche Anhalten, Runtergehen. Die Vola ist sehr, sehr gering. Das Volumen nimmt dramatisch ab. So, wir haben es jetzt nicht geschafft, hier das Hoch rauszunehmen, was ich gerne gesehen hätte. Also das Hoch hier bei 10.148 im Future. Das haben wir nicht rausgenommen. Jetzt kommen wieder ein paar Verkaufsorders rein. So, Stop hauen wir mal auch hier ran. Muss ich trotzdem setzen, den Stop? Ah, weil ich weiß ja noch nicht jetzt, wie die Kerze läuft. So. Also vom Stop her sind 7 Punkte Stop. Ah, ist so völlig okay. Also schön wäre es gewesen, wir hätten das Hoch rausgenommen. Dann hätte ich hier meinen Take Profit generieren können. Es kann natürlich schon sein, dass auch am Ende der 5-Minuten-Kerze wir eine schwarze Kerze sehen, was dann bedeuten würde, dass wir dann doch den Trend noch bekommen auf der Unterseite. So. Und hier sieht man jetzt halt, wie gesagt, mit wie wenig Volumen gerade im Markt gehandelt wird. Ja, das waren jetzt, wenn ich das jetzt mal summiere, ja, sind das vielleicht 20 Kontrakte, um den Markt 5 Punkte zu bewegen. Das ist natürlich schon auch ein bisschen sinnfrei. Ja. Aber das reicht den Tradern, den Händlern im FDAX auf alle Fälle aus, sich da auf ein, zwei Punkte einzuschießen. Ja, ist halt immer die Frage, ob das für uns halt Sinn macht. Also mit entsprechender Positionsgröße, klar macht es auch Sinn. Die Sache ist nur die, wenn man da einen Ticken zu langsam ist und plötzlich hat man die 10-Punkte-Kerze gegen sich, dann ist es halt ein bisschen doof. So, jetzt haben wir gleich die 5-Minuten-Kerze ist gleich fertig. 10:15 Uhr. 5-Minuten-Kerze sieht noch ganz okay aus. Wir kommen aber in einen Preisbereich rein, wo es ein bisschen zunehmend schwerer wird. Jetzt wird es entscheidend werden. Also, Überlegung ist jetzt die, zu sagen, normalerweise hätte er bis zum Ende der 5-Minuten-Kerze die 10.157 rausnehmen müssen. Hat er nicht gemacht. Schafft er das mit der nächsten 5-Minuten-Kerze? Jetzt habe ich das Bild so ein bisschen so stark verschoben. Schafft er das mit der nächsten 5-Minuten-Kerze? Das Problem oder das, was wir sehen hier oben Dochte. Das heißt, wir sehen, der Markt geht in den Preisbereich rein, kommt bis jetzt noch nicht drüber. Bedeutet für mich, dass hier die Käufer ein bisschen schwach sind. Heißt wiederum, ich sollte wiederum hier überlegen, ob ich den Trade nicht mit einem Kleingewinn beende. Außer ich gehe wirklich nochmal davon aus, dass der Markt wirklich hier die 57 rausnimmt. Gehen wir jetzt da oben ran, also jetzt in einen nächsten Schritt, also wir sind jetzt einmal
einmal an die 57 rangelaufen. Sollten wir das in einem nächsten Schritt machen, denn dann muss man hier genau schauen, in der Sekunde, man muss in der Sekunde entscheiden, nehme ich die 5 Punkte oder was auch immer das sind, nehme ich die 5 Punkte mit, ja oder nein, weil sobald ich mich in der Sekunde nicht entscheide oder entscheiden kann, passiert das eventuell genau wie es auch hier ist, innerhalb von einer Minute fällt der Markt wieder 8 Punkte zurück und ich habe nichts davon. So, was kann jetzt passieren? Es kann durchaus passieren, wir werden ausgestoppt, das ist aber auch noch nicht dramatisch. Das heißt, nach dem Ausstoppen werden wir schauen, was passiert. Nimmt er nur das Tief raus? Es kann sein, ich werde ausgestoppt und gehe eine Minute später wieder long, weil ich weiß, also ich muss mich hier trotzdem schützen, denn ich weiß ja nun nicht, ob nachdem er das Tief dieser letzten 5 Minuten Kerze rausnimmt, ob der jetzt wirklich starker Verkaufsdruck kommt oder nicht. Das sehe ich ja erst dann, wenn es passiert. So, und erkenne ich jetzt, dass kein starker Verkaufsdruck reinkommt, dann kann ich danach auch wieder long gehen. Sollte der Verkaufsdruck anhalten, so wie wir das vielleicht hier vorhin mal gesehen haben, also hier diese langen Kerzen kommen, dann ist es gut, wenn ich ausgestoppt werde. So, ich werde jetzt bei der nächsten Bewegung nach oben wieder den Trade im Kleinen versuchen jetzt zu beenden. Wow. Also ziemliches Rumgediller. Also man merkt nach 10 Uhr, die Vola wird geringer, nimmt stark ab. Wir kriegen dieses typische Hin- und Her-Pendeln, was für uns als Trader eigentlich relativ oder ziemlich risikoreich ist, denn der Markt bewegt sich jetzt hier nicht richtig nach weg, was wiederum bedeutet, dass wir ja immer entscheiden müssen, nehmen wir jetzt die 3 Punkte, die 4 Punkte. Jetzt sehen wir hier wieder diese kleine Order, da 2 Kontrakte getradet, die einer gekauft hat und jetzt muss irgendein Willi sozusagen oder Meyer Müller müsst jetzt mal sagen, ich kaufe nochmal 10 Kontrakte, damit das halt hier einen Ticken hochgeht. Ja, die Kontrakte selbst, das ist auch wirklich sehr, sehr dünn, ne? Ja, also ist halt nichts los. Also ich habe jetzt den Trade beendet mit 2,5 Punkte oder 2 Punkte netto. Ja, also die Sache ist halt die, der Markt ist so dünn, es reicht, wenn jetzt einer herkommt, also Chris, bitte kauf mal Market 20 Kontrakte, dann Kannst würdest den Markt du jetzt den DAX oben rausschießen, damit ich natürlich dann den Gewinn machen kann. So, jetzt hier, 4 Kontrakte, das waren jetzt 10 Kontrakte, ja, 10 Kontrakte, es ist halt ganz, ganz wenig, der Markt ist halt extrem dünn. Ja, also hier wird, den Markt kann man auch ganz schwer traden, man kann den Markt traden, indem man einfach, ich sage jetzt mal, fast wahllos Limits reinlegt in den Markt und darauf setzt, dass man immer rein und rausgeholt wird. So. Heiko, kurze Frage, so maßgeblich kam auch die Frage, ob du auf den S&P 500 auch schaust, der ja nun in Sachen Volumen eine ganz andere Hausnummer ist. Ja, also S&P 500 ist für mich auch wichtig. Man sieht hier oben rechts war jetzt immer Platz. War jetzt immer Platz gewesen. Normalerweise hängt da entweder der Dow Jones oder der S&P 500 als vorbürstliches so ein bisschen zum Gucken. Denn da ist manchmal auch so, dass in USA durchaus auch schon viel vorbürstlich betrieben wird. Am Nachmittag trade ich den DAX dann nicht mehr. Am Nachmittag wechsle ich vom DAX rüber in den Dow Jones. Also am Nachmittag trade ich dann nicht mehr den DAX, weil für mich die US-Börsen maßgeblich sind, im Sinne von ja, Liquidität, Volumen. Aber auch hier merkt man aktuell ganz deutlich dieses Sommerloch. Also wer gestern den Markt ja gesehen hat, also ich war gestern ab um 2 im Freibad, weil für mich das Volumen so gering war. Dann habe ich um 15.30 Uhr mal kurz reingeschaut und habe überlegt, ob ich das Bad verlasse. Habe mich dann aber entschieden, im Bad zu bleiben, weil auch das Volumen sofort nach 10 Minuten so stark nach unten geht, dass ich sage, da muss ich nicht traden. Also ich kann da sicherlich traden, aber es ist dann immer die Frage zwischen Chance und Risiko. Und in dem Markt hier hat man eigentlich mehr Risiko wie Chance. Ja. Wenn man jetzt mal das hernehmen, wir haben jetzt ja 11 Punkte Bewegung die letzten 15 Minuten und hier ist jetzt die Hoffnung, dass man hier mal 10 Punkte kriegt. Also da gehört auch mittlerweile, also da gehört auch Glück dazu, dass man die 10 Punkte kriegt. Ja. Und um nochmal zum Thema S&P zu kommen, also am Nachmittag schaue ich ganz, ganz stark auf den S&P und auf den Dow Jones und trade sozusagen ganz viel auch bei JFD im Dow Jones. Der Dow Jones bei JFD ist sogar günstiger wie der Dow Future, wenn man das mal umrechnet. Denn ich habe bei JFD hier einen halben Punkt nochmal an Kosten, also 0,5 Punkte an Kosten pro CFD. Wenn ich jetzt einen Dow Future trade, dann kostet mich das 4 Dollar
4,60 oder 4,30 Dollar, dann bin ich, habe ich ja 0,9 Punkte. Also das heißt, ich spare mir jedes Mal 1 oder 2 Dollar. Der Vorteil natürlich im Future ist, ich kann noch wesentlich genauer traden, weil ich im Future habe ich einfach, der tickt auf einen Punkt. Das ist halt beim CFD nicht ganz so genau möglich. Das heißt, da ist der Future so ein bisschen für mich im Vorteil, dass ich dann manchmal vielleicht wegen 0,1 Punkt ausgestoppt werde oder nicht, oder 0,2 Punkte. Das kann dann dort passieren. Also im Future bin ich da noch ein bisschen genauer, weil der halt auf einen glatten Punkt tickt. Ja, aber ansonsten kann ich auch das Volumen einfach oder mein Risiko sehr gut skalieren im CFD, was ich halt im Future nicht kann. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich eigentlich den DAX seit Anbeginn im CFD trade, weil ich habe mal kurz den DAX auch im Future getradet, aber es war mir vom Risiko zu groß, denn ich hatte es so anfangs erwähnt, ich handle gerne mit drei Positionen. Das heißt, wenn die erste Position nicht klappt, dann gehe ich hoch bis auf drei Positionen. Und das wiederum heißt, ich müsste im FDAX mit drei Kontrakten traden. Das sind 75 Punkte. Das ist bei einem 10-Punkte-Stop allein sind das 750 Euro Risiko, was mir persönlich einfach zu viel ist. Und deswegen habe ich gesagt, ich trade das im CFD. Und ich habe mich so ein bisschen darauf spezialisiert, den Future zu analysieren und das im CFD umzusetzen. Und auch da, was ich eingangs erwähnt habe, die Qualität zu sehen. Also ihr seht ja hier den 10-Sekunden-Chart und ihr seht, wenn ich jetzt hier den Tick-Chart noch aufmachen würde, ihr seht, dass eigentlich das extrem parallel läuft. Also die Quoten sind sehr, 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 sehr gut. Ja, also kann man anders nicht sagen. Da muss ich gleich noch was nachschießen, Heiko. Ich stelle es mal den Leuten rein. Gerade jetzt, wenn der Account ein Stück weit kleiner ist, wir haben ja für 7 Indizes auch die Mini-CFDs mittlerweile am Start. Das heißt, ihr könnt es im Dezimalstellenbereich traden. Und gerade wenn du sagst, der DAX Future, ein Punkt sind 25 Euro, da geht natürlich richtig was. Da brauchst du schon einen Account, der geht in Richtung 50.000 und höher eher noch, damit du da vernünftig handeln kannst. Und mit so Mini-CFDs, also normalerweise klassischer CFD, ein Punkt, ein Euro. Und durch die Minis kannst du jetzt im 10-Cent-Bereich traden und natürlich ein ganz, ganz feines Money-Management vornehmen, also praktisch 0,3, 0,4. Und das geht auch für einen Dow Jones, für einen FTSE 100, für einen Coq CRR40. Schaut euch einfach mal den Link an, den ich reingestellt habe. Da habt ihr die Informationen. Seit Juni haben wir das praktisch am Start und ist sicherlich ein Mehrwert für die Trader. Und im Nachgang jetzt noch, liebe Leute, ihr dürft euch freuen. Alle die, die Index-Trading lieben, und das wird auch der Heiko sicherlich in Kürze noch mehr zu schätzen wissen, wir arbeiten an Core-Spreads für den DAX. Das heißt, den einen Punkt, den wir jetzt hier sehen, den versuchen wir abzusenken, beziehungsweise mit durch unsere Liquiditätsanbieter für Sie attraktiver zu machen. Und wir versuchen, den DAX unter einem Punkt anzubieten. Und ich denke mal, da kriegen Sie ohne Worte bessere Ausführungen, schnellere Take-Profits und spätere Stop-Loss, je nachdem. Also die Spreads werden wir, oder den Spread werden wir ein Stück weit versuchen, noch kleiner zu machen zum Handel. Und ich denke, das wird dir entgegenkommen, Heiko, und natürlich auch allen anderen. Das wird in den nächsten Wochen auf der Agenda stehen. Lasst es euch mal überraschen, da kommt noch was. Ich bin gespannt, Chris. Also Ja. ich habe jetzt hier mal gerade so einen Trade gemacht mit 0,1 CFDs, nur um es mal zu zeigen. Ja, also das heißt, das Schöne ist, man kann auch hier einen Realgeld-Demo-Test machen. Das heißt, man kann auch sagen, gut, ich weiß noch nicht, was ich trade genau. Ich trade jetzt mit 0,1 und ich bin jetzt ja zwar nur 45 Cent verdient oder 50 Cent verdient, aber ich hab aus dem Markt jetzt 4 oder 5 Punkte rausgeschnitten und das ist für mich interessant. Also meine Trading-Karriere hat so begonnen nach einem Desaster, logischerweise. Also man hat ja mal gelernt, ein hohes Haus baut man auf einem tiefen Fundament. Und so habe ich auch angefangen. Also nach dem Höhenflug kam erstmal gnadenloser Absturz, weil Thema Money Management und so weiter war nicht bekannt. Ich sage ja nur Dotcom-Blase. Und hochgerappelt habe ich mich, indem ich angefangen habe, kleinste Positionsgrößen zu traden. Früher gab es ja so Demokonten und sowas, gab es ja alles gar nicht. Aber ich habe kleinste Positionsgrößen getradet, wo ich keinen Gewinn gemacht habe und habe halt geguckt, wie viele Punkte ich da rausschneiden kann. Also das heißt, ich habe immer mit festen Positionsgrößen gearbeitet und habe dann einfach immer zusammengerechnet, okay, was ist mein Ziel? Und vielleicht, sofern es interessant ist, können wir so eine Rechnung ja gerne mal aufstellen, wie einen Tages, also was muss ich verdienen, damit man einen gewissen Betrag hat. Also wenn das interessiert, müsst ihr mal kurz im Chat reinschreiben, einfach einen J für ja, dann erkläre ich sowas mal ganz kurz, also wie ich es gemacht habe und wenn nicht, dann machen wir das nicht, aber wie gesagt, entscheidet ihr.
will euch ja auch nicht langweilen, wie man da vielleicht mal eine Rechnung aufstellen kann, dass man da zu einem Ergebnis kommt. Naja, Heiko, was soll ich sagen? Die Quote geht aktuell schon, wenn ich mir hier die ersten 30, 40, 50, also ich habe ja mittlerweile eine 100% Quote bei J. Gut, also muss ich es doch erzählen. Ja, wahrscheinlich. Also, gut, wie gesagt, oder ich muss mal ganz kurz jetzt hier diesen Trade hier beenden. Noch, ich beende den jetzt einfach mal. Also, wenn man ins semi-professionelle Lager switchen möchte oder man möchte gerne versuchen, davon auch zu leben, ja, viele machen sich ja gar nicht so die wirklichen Gedanken oder haben auch nicht die richtigen Gedanken, was brauche ich denn, was muss ich erreichen? Und was muss ich überhaupt ertraden? Aber man kann sich dem nähern und dazu muss man einen Businessplan aufstellen. Ich kann euch natürlich jetzt nicht einen kompletten Businessplan vorstellen, dann hätte ich keine Coaching-Teilnehmer mehr. Aber man kann ja kurz mal einen Einblick in dieses ganze Thema bringen. Also ich mache das jetzt auch wieder aus dem Stegreif heraus und werde das hier einfach mal auf meinen Desk schreiben. Ich hoffe, ihr könnt das immer ganz gut lesen. Also ich gehe mal von meinem Also stellt euch vor, minus 15 Jahre, da war ich noch jung, ja, um die 20 und da war es halt so gewesen, dass ich mir gesagt habe, okay, ich nehme mal gelb, gelb ist eigentlich am besten zu lesen. Da habe ich gesagt, okay, ich möchte gerne im Monat 2.000 € verdienen, so 2.000 € verdienen. Wie gesagt, das ist vor 15 Jahren war das viel Geld und in dem Alter sowieso viel Geld. So, 2.000 € möchte ich gern verdienen. Das ist mein Ziel, das ist mein Target sozusagen. So, wie komme ich jetzt dahin? Man muss natürlich mehrere Sachen bedenken. Also was rausgefallen ist 60 Minuten Chart Trading, Tageschart Trading, weil ich möchte jeden Tag oder ich möchte sicher gehen, dass ich oder versuchen sicher zu gehen, dass ich am Monatsende das Geld verdiene. Erster Schritt für mich war, wie viele Punkte kann ich ertraden? So, das heißt, ich habe angefangen mit kleinsten Beträgen zu handeln, ohne auf den Gewinn zu schauen, sondern was kann ich verdienen? Also ich habe angefangen, feste Positionsgröße, und habe geschaut, was kann ich traden. Und dann habe ich festgestellt, dass ich im Monat als Beispiel, ich mache es jetzt mal idealisiert, 200 plus 200 Punkte aus dem DAX rausgeschnippelt habe. So, plus 200 Punkte rausgeschnippelt. Das heißt, bei 20 Handelstagen, ja, Handelstage 20 macht unterm Strich 10 Punkte pro Tag. So, 10 Punkte pro Tag mache ich mal PPT. 10 Punkte plus 10 Punkte pro Tag. Das habe ich geschafft, mal mehr, mal weniger. Ja, das habe ich geschafft und dann, jetzt ist natürlich so, wenn ich jetzt das schaffe, dann muss ich, oder mit was muss ich denn traden, damit ich, wenn ich 200 Punkte trade, logisch, damit ich auf 2000 komme, muss ich mal 10 €, also das heißt, ich muss mit 10 € pro Punkt gleich im DAX, also ich münze das jetzt mal auf den DAX, gleich mit 10 CFDs traden. So. Was ist jetzt aber der hinderliche Punkt ist, worüber geht es jetzt? Jetzt geht es zum Konto. Im Konto ist natürlich so, wenn ich jetzt 10 CFDs trade, ich habe zwischendrin mal Ausstopper gehabt, ich sage jetzt mal von minus 10 oder vielleicht auch von minus 20 Punkte. Mal als Beispiel, ich habe mal Ausstopper von minus 10 Punkte oder minus 20 Punkte. So. Das wiederum würde bedeuten minus 200 €. Das wiederum heißt, Kontogröße. Wenn ich jetzt nur 2.000 € auf dem Konto habe, als Beispiel, ja, wie gesagt, immer extrem gemacht, dann würde das bedeuten minus 10% Verlust mit einem Trade. Ja, minus 10%. So. Das ist natürlich nicht hilfreich. Jetzt kann man schon mal ausrechnen, wenn ich 20.000 € habe, ja, dann wäre es minus 1%. So. Daran sieht man schon, die Anzahl der zu ertradeten Punkte beeinflusst ganz stark das Ergebnis, auch das Risiko bei einem Ausstopper, was wiederum die Kontogröße beeinflusst. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Mein Konto ist viel, viel kleiner, also ich habe gar keine 20.000 €. Da gibt es nur eine Möglichkeit, also entweder man schraubt an der Risikospirale, also was bin ich bereit pro Trade zu riskieren,
Also wenn man bereit ist, plus die 10% pro Trade zu riskieren, kann man sich 10 Verlusttrades in Folge leisten, dann ist man raus aus dem ganzen Markt. Alternativ als Beispiel, ich trade nicht im Monat 200 Punkte, sondern ich schaffe im Monat plus 500 Punkte zu traden. Wenn ich 500 Punkte im Monat trade, kann ich theoretisch, um das Ergebnis zu erreichen, mit mal 4 CFDs, also mal 4 Euro pro Punkt, heißt gleich mit 4 CFDs, wird mir ausreichen. Wenn ich bei 4 CFDs ausgestoppt werde mit minus 20 Punkte, heißt das, ich habe minus 80 Euro Risiko. So, minus 80 Euro Risiko. Das wiederum bedeutet, dass mein Konto extrem klein werden kann, weil wenn ich jetzt hier einen 8000 Euro Account habe, ja, riskiere ich hier pro Trade minus 1%, was okay ist. Habe ich jetzt hier schon vielleicht einen, machen wir es mal so, 16.000 Euro Account, ja, dann bin ich hier schon bei nur noch 0,5% Risiko als Beispiel. Und so habe ich mir das dann zusammengestellt, das habe dann versucht, oder daran hat sich musste ich schauen, wie viele Punkte kann ich ertraden, wie viele Punkte ertrade ich überhaupt. Also das heißt, ich habe mir gesagt, also mein Anfangsszenario war mit 10 Euro, also auf 10, also das Konto hat es hergegeben, dass ich mit 10 Euro, Quatsch, ich habe, also ganz angefangen habe ich mit 1 Euro pro Punkt. Ja, das habe ich 3 Monate gemacht, habe geschaut, wie viele Punkte kann ich ertraden und habe dann gesagt, ich muss es schaffen, innerhalb von einem halben Jahr in Richtung 10 Punkte zu kommen. Und mein Ziel war es natürlich, in Richtung 25 Euro pro Punkt zu kommen. Ja, weil 200 Punkte dann, später 200 Punkte mal 25 Euro ergeben 5000 Euro. Ich sage, das ist auch ein schönes Geld. Und so kann man sich die ganzen Stellgrößen, die es halt gibt, ausrechnen. Wichtig ist, wenn ich im Monat, jetzt kommt der Knackpunkt, um im Schnitt plus 200 Punkte zu erreichen. Ihr kennt das vielleicht, wenn ihr in der Stadt fahrt. Ihr fahrt 50, eure Durchschnittsgeschwindigkeit, euer Schnitt liegt bei 30 km/h oder 15 km/h, je nachdem, wie groß die Stadt ist oder wie langsam der Verkehr geht. Das heißt, wenn ihr im Schnitt 200 Punkte erreicht, werdet ihr nie auf 2000 Euro im Schnitt kommen, sondern ihr müsst eigentlich, um auf 2000 Euro kommen, das ist meine Empfehlung für Skype Trader, betrifft jetzt nur auf Skype Trading, ihr müsst ungefähr das Dreifache verdienen können. Ihr müsst in der Lage sein, auch das Dreifache davon zu verdienen. Das heißt, ihr müsst in der Lage sein, dass ihr auch mal einen Monat habt, plus 600 Punkte zu verdienen mit der einen Positionsgröße. Plus 600 Punkte. Wenn ihr das nicht schafft, werdet ihr im Schnitt nie auf die 2000 Euro kommen. Das heißt, ihr könnt euch ausrechnen, ganz grob, das ist wie gesagt eine ganz grobe Formel. Das heißt, wenn ihr hier die 2000 Euro anvisiert und die 200 Punkte anvisiert, werdet ihr wahrscheinlich im Schnitt im Bereich um die 1000 Euro rauskommen oder vielleicht nur 600 im Schnitt, weil ihr habt ja auch mal Verlusttage, Verlustmonate und so weiter und so fort. Ja, also das ist auf alle Fälle der Punkt. Also ich habe halt versucht, immer meine Punkte rauszutraden am Markt, meine Punkte rauszutraden am Markt und habe mitgekriegt, dass ich, also mein Schnitt war am Tag dann irgendwann mal 250 Euro, das war mein Schnitt und ich habe halt festgestellt, um diesen Schnitt von 250 Euro zu erreichen, muss ich an Einzeltagen mal 500 Euro, mal 600 Euro verdienen. Kann man auch ganz leicht ausrechnen. Warum ist das so? Soweit verstanden. So rum ist erstmal fragen. Soweit verstanden? Ich hoffe ja. So, nicht, dass ich hier zu lange Monolog halte. Nee, die kleben alle, die Teilnehmer kleben alle an den Lippen. Wie An gesagt, meinen Lippen. es ging ja immer weiter mit dem Ja, also die Trefferquote war hier bei 100%. Es gab keinesfalls ein Nein, insofern das Interesse hoch. Aber der Markt ist gerade ein Stück weit explodiert. British Pfund Yen ist völlig weggeknallt. Auch der DAX jetzt gerade nach unten. Ich will gerade mal gucken, was da so los ist. Auf jeden Fall jetzt schön Momentum reingekommen in den Markt. Genau, und wenn man das jetzt mal den Chart aufmerksam beobachtet, merkt man, dass heute eine und derselbe Verkäufer wahrscheinlich heute dreimal am Markt agiert. Also wir haben jetzt dreimal vom gleichen Level die Verkaufswelle gesehen. Und wenn man das erkennt, kann man sich auch auf sowas durchaus einschießen. Ja? Und jetzt sind wir wieder unten. Also das heißt, der Kurzfristhandel ist ja aktiv. Oder das ist genau das, was ich auch vorne erzählt habe. Der Markt zuckelt nach oben. Und wenn diese Momentumskerze kommt, die ich ja natürlich nicht im Vorfeld erkennen kann, plus wenn die kommt, dann stoppt es hier mit einem Rutsch, also innerhalb von 2 Minuten
haut alle Trader, die hier nicht schnell genug raus sind oder nicht vorher raus waren, sofort raus. Ja. Ob das jetzt eine News ist oder nicht, das spielt für mich im Trading jetzt auch keine Rolle. Für mich jetzt so wichtig, ich gucke jetzt mal, wir werden das gleich nochmal aufnehmen, das Thema, wir wollen aber auch ein bisschen traden. Ich hole mir nochmal 10 Sekunden Chart her, da sieht man jetzt das Momentum und wird jetzt auch sehen, dass hier große Positionen durchgehen. Also ihr seht jetzt hier unten, das Volumen ist stark angestiegen, ich mache mal den Chart ganz kurz groß. Ihr seht jetzt hier das Volumen, wie das gerade angestiegen ist, also das heißt, hier wurde irgendwas aktiviert seit 10.33 Uhr. Ist das Ordervolumen extrem in die Höhe gesprungen. Wir setzen hier in 10 Sekunden bis zu 250 Kontrakte jetzt um oder um die 100 davor, um 10.26 Uhr waren wir bei 10 Kontrakten. Ja, also das heißt, Algos werden aktiviert, andere Trader werden aktiviert, andere Zeiteinheiten werden gerade aktiviert, was dann dazu führt, was ich vorhin zeigte, dieses Bild, ja, institutionelle Scalper, Arbitrage kommt jetzt rein, wahrscheinlich bei diesen schnellen Bewegungen wird zum DAX arbitragiert und die kommen jetzt alle an Bord und man versucht jetzt natürlich erfolgreich diese kurze Vola-Phase auszunutzen. Ja? Egal, ob das News sind oder nicht, das spielt für die meisten Anleger keine Rolle. Und also es spielt eine Rolle in dem Sinne, wie ich mich positioniere, also indirekt schon, aber wir sehen das ja auch im Chart. Also das heißt, ich muss jetzt nicht die News lesen, um zu sehen, dass Action ist. Ja, also wenn ich jetzt die News lese, ist es nur für den Kopf, dass ich sage, gut, es kam die und die in die News und da kann ich mir jetzt Gedanken drüber machen, wie vielleicht der Markt darauf reagiert. Bis jetzt hat er ja schon reagiert, jetzt kann ich mir nur überlegen, geht das komplett durch oder stoppt das jetzt? Ja. Und jetzt kommen wir nochmal an einen ganz wichtigen Punkt. Viele sagen sich, oh, jetzt hat der Heiko Behrendt hier schon wieder diese 60 Punkte verpasst. Wenn man das als Beruf sieht, ist es egal, ob ich diese 60 Punkte verpasst habe oder nicht, denn es gibt nur ein Ziel und das eine Ziel heißt, meine 10, 20, 30 Punkte, je nachdem, was ich mir ausgerechnet habe, zu verdienen. Und das ist egal, ob ich diese, klar, wäre es schön, wenn man diese Punkte mitnimmt, aber diese Punkte kann man ja nur mitnehmen, wenn es ins eigene Handelskonzept passt. Also wenn jetzt jemand gesagt hat, ich habe jetzt einen Short Trade unterhalb der 10.160 und er nimmt hier diese Punkte mit, dann ist es okay. Dann kann man diesen Trade machen und dann sollte man die Punkte auch mitnehmen. Aber wenn das überhaupt nicht ins Konzept passt, dann sollte man sich überhaupt nicht aufregen, dass man die Punkte verpasst hat. Und wie gesagt, am Ende des Tages ist es nur wichtig, wo und wie kriege ich meine 10, 20, 30 Punkte zusammen. Alles andere ist völlig egal. Gut. Also was ich jetzt so schaue ist, wie kommt der Markt jetzt hier zurück? Was ich jetzt so schaue ist, vielleicht kriegt man doch mal eine richtige Struktur. Also wie kommt der Markt jetzt zurück, nachdem er das Tief hier durchschritten hat? Denn jetzt kommen wir wieder auf die andere Zeitebene. Wir wissen oder wir sehen jetzt, kommen wir in den nächsten möglichen Unterstützungsbereich rein, den wir heute früh schon mal analysiert haben. Die Tageshochs von vom Dienstag und was ist es? Ach nee, das sind die Tageshoch von letzter Woche Donnerstag und Freitag. Ganz wichtig, letzte Woche Donnerstag, Freitag, das sind die Tageshoch, die wir hier gerade gesehen haben. Und da kommt es ja drauf an, vielleicht findet ja jetzt der Markt hier andere Zeittrader, andere Zeiteinheiten hier Unterstützung. Ja, schauen wir mal, ansonsten darf es von mir aus auch hier, was ich heute auch heute früh gezeigt habe, darf es von mir aus auch hier nach unten durchfallen. Habe ich auch kein Problem damit. So, und jetzt kommen wir hier, Volume Profile ist jetzt für mich hier ein bisschen interessant. Das heißt, wir sind jetzt in einem Bereich, wir sind jetzt außerhalb der normalen Trading Balance und jetzt wird die Frage sein, wie weit geht der Markt zurück? Für mich absolutes Ziel, Entscheidungsphase ist jetzt bis 10.072 hier im Future und mal sehen, ob wir Richtung 10.112 nochmal hochgehen können. Wie gesagt, das war jetzt ein schneller Move. Aufgrund der Urlaubszeit und so weiter und so fort würde ich davon ausgehen, dass wir hier irgendwo in diesem Preisbereich nochmal da hochgehen. Da kommt dann die nächste Entscheidung, ob der Markt dann nochmal zweite Welle nach oben oder versagt und dann wir hier die Bewegung sehen in Richtung 10.042. Also das sind jetzt die beiden Szenarien, auf die ich achte. Und jetzt mal sehen, wie sich hier unten das Volumen verhält und danach werde ich dann gleich dann den nächsten Trade dann festmachen. Also Unterstützungsniveau, ja. Wichtig wird sein, wie weit geht es von dem Niveau weg. Und das
Reaktionspotenzial von diesem Niveau gibt einen Aufschluss darüber, ob wir eher nach unten gehen oder nicht. Also das werden wir jetzt mal hier versuchen herauszufinden und mit dem Trade umzusetzen. Ja, also wie gesagt, für mich ist es völlig Wumpe, ob der Markt, ob ich 60 Punkte verpasse oder nicht. Klar, es ist schön, wenn man die erwischt. Also ich hätte ganz knapp nicht erwischt, wahrscheinlich. Ja. Also es gibt solche, ich setze manchmal bewusst auf solche Moves, wenn ich das davor sehe. Meine Marktteilnehmer kennen das, wenn ich sage, also wenn wir jetzt diese Stop-Loss-Welle sehen oder diese Squeeze-Welle, diese Ausstopper-Welle sehen, setze ich manchmal bewusst auf diese eine lange 1-Minuten-Kerze. Also auf die kann man auch bewusst setzen, wenn man ja, einen guten Read auf dem Markt hat. Aber ob ich das heute gemacht hätte, weiß ich nicht. So, vielleicht kommen wir jetzt sogar in das Motto eines Short-Trades, 1, 2, 3, 4, 5 Kerzen. Also, wenn die Reaktion hier klein bleibt, müssen wir mal sehen, wie die Reaktion jetzt ausfällt. Bleibt sie jetzt hier klein, kann man durch, unter Umständen durchaus sagen, wir traden jetzt nun doch mal die Short-Seite. Das heißt, man setzt auf eine kleine Erholung bis an die 10, 1, 22 ran und dann vielleicht nochmal ein Short-Trade. Also man kann jetzt überlegen, ob man entweder sagt, man wartet diesen Preisbereich hier ab, also man tradet ihn entweder long, wenn man davon ausgeht, dass der Markt nochmal an die 10.125 geht. Wenn er jetzt überhaupt nicht mehr da hochgeht, jetzt hier seitwärts konsolidiert, muss man mal sehen, ob man denn nicht schon überlegt, dass man hier relativ weit vorne die Shortseite bedient. Aber das ist auch so ein, ja, ist auch so eine Sache. Müssen wir halt mal gucken, ob es aufgeht. Also er zieht an, er triggert das und kommt jetzt zurück. Und das ist ein gutes Zeichen für eventuell, also wenn die Kerze jetzt tief schließt, ist das ein gutes Zeichen, um nochmal die Shortseite aufzunehmen. Also man, da wo man eigentlich jetzt eine lange Kerze erwartet, kommt der Markt sofort zurück, kann ein erstes Indiz sein, dass die nachfolgende Kerze, also die aktuelle Kerze, die jetzt noch weiß ist oder hier blau ist, dass die am Ende vielleicht sogar auch nochmal eine rote wird. Und das Schöne ist, und das ist halt das Schöne, wenn man jetzt mit 0,1 Schritten handelt, kann man jetzt sagen, ganz einfach, also ich erwarte, dass die Kerze blau wird, das ist mein Szenario, ich setze das jetzt um. Ich gehe nur mit 0,1 rein, was jetzt zwar sinnbefreit ist, aber aus Trainingsgesichtspunkten ist es sehr gut, so einen Trade zu machen, weil wenn man diesen Trade sich dann abspeichert, auswertet, kann man sagen, okay, es war ein gutes Zeichen, das habe ich umgesetzt, der Markt, der Trade hat zum Erfolg geführt. Wenn man jetzt aber noch nicht weiß, ob das passiert oder nicht passiert, ja, dann kann man halt hierher gehen und sagen, gut, ich habe den Trade gemacht, das ist für mich ein Signal in dieser jener Marktphase und ich wurde ausgestoppt. So, wenn man danach jetzt so 5 Ausstopper hat und man merkt, okay, das ist eigentlich denn doch nicht das richtige Vorgehen, dann löscht man diese Vorgehensweise wieder. Also aus erstmal. Ja. Also von daher ist es durchaus interessant. Es gibt manchmal Trades, wo ich sage, also vom Kopf her, ist es so ein Trade, den ich so machen würde. Ich bin mir aber dessen nicht sicher. Was mache ich dann immer, wenn ich mir nicht sicher bin? Also zwischen, es gibt ja ein Regelwerk und es gibt ein Marktverhalten. So, vom Regelwerk her ist das hier kein klassischer Entry, sondern das ist mehr so ein Entry aufgrund dessen, dass der Markt hier nach oben gegangen ist und runter geht. Und jetzt muss man halt immer gucken, zwischen Regelwerk und dem Marktverhalten, das, was gerade am Markt läuft, wie gut bin ich dort? So, ich kenne Trader, die dürfen überhaupt keine eigene Meinung haben, die müssen sozusagen sich komplett an ihr Regelwerk halten, weil sobald die eine eigene Meinung traden und sagen, ich denke, jetzt geht's hoch oder runter, dann fahren die immer vorm Baum. So. Und das muss, wenn man das muss man auch erstmal rausfinden, wie viel Individualität kann man in das Trading mit reinpacken. Und wenn ich immer nicht weiß zwischen Regelwerk und Marktteilnehmer, ja, also Marktverhalten, die jetzt versuchen, den Markt nach unten zu pressen oder vielleicht einen Sell-off zu lancieren. Wenn ich da einen gewissen Read auf dem Markt habe und das nicht weiß, wie ich mich verhalten soll, aber ich trotzdem gerne wissen möchte, was am Ende rausgekommen wäre, dann schraube ich die Positionsgröße einfach ein bisschen nach unten, sage mir, ich gehe kleineres Risiko wie normal ein und schaue, was passiert danach. Und dann kriege ich dort eine Sicherheit, weil wir brauchen ja Sicherheit im Trading. Das heißt, ich möchte ja sehen, ich möchte sehen, dass das passiert, was ich jetzt hier gerade gesagt habe. Und wenn das nicht kommt, dann möchte ich aber auch nicht viel Geld verlieren. Ja. So, jetzt kann man hierher gehen und man kann jetzt hierher gehen und jetzt mache ich Folgendes, um hier so ein bisschen den Push mitzunehmen, setze ich jetzt, müssen wir jetzt mal gucken, ob es geht. Wenn die Dynamik jetzt reinkommt, kann man Folgendes machen. Ich habe jetzt hier Trading Stop aktiviert. Jetzt kommt genau das. Jetzt, da bin ich dann zu langsam, jetzt kommt genau das, wo man die Entscheidung treffen muss, ja oder nein.
kurz Gedanken fassen zwischen Trade. Ich fange sogar zu stottern an, obwohl ich nur mit 0,1 investiert bin. Also es geht hier um Euro oder nicht, weil für mich der Geldbetrag nicht wichtig ist, sondern die Punkte. Ja, ich war jetzt hier 10 Punkte vorne und jetzt wollte ich eigentlich gerade was demonstrieren, wo ich zu langsam war. Und jetzt haben wir genau diesen Punkt, was ich vorhin sagte. Wir schließen auf Tagestief. Die erste Minute, schaut euch mal die wieder an. Die erste Minute zieht durch das Tagestief die ersten paar Sekunden und sofort wieder hoch. Ja, also, so. Wollte jetzt gerade sagen, ich aktiviere hier unten einen Trading Stop. Ich wäre jetzt mit dem Trading Stop schon rausgeflogen. Von 5 Punkte, den es nachzieht. Warum mache ich das? Wenn ich durch Zufall so eine Kerze erwische, wie ich jetzt hier gerade markiert habe im Chart, dann liege ich dort mit extrem gut und kann mir ein paar extra Punkte mitnehmen. In der Sekunde, wo ich jetzt aber gerade das machen wollte, ist genau das andere passiert, dass der Markt diese erste Minute rausnimmt. Was ist das Idealbild jetzt? Also wir switchen sofort. Ich weiß, das geht jetzt ein bisschen schnell hier. Im Skype-Trading ist es aber manchmal so. Es wäre jetzt ideal, wir nehmen das Tief raus und was machen wir noch? Wir nehmen das Hoch der 5-Minuten-Kerze raus, der letzten. Das heißt, wir würden über die 10.113 gehen. Schauen wir uns mal den 5-Minuten-Chart jetzt only an. Ja, also wir haben jetzt hier das Tief rausgenommen. Und mal schauen, ob wir jetzt auch noch das Hoch der 5-Minuten-Kerze rausnehmen. Wäre natürlich in unserem Szenario jetzt das Top-Event. Mal sehen, ob meine wahrsagerischen Fähigkeiten dazu ausreichen oder nicht. Ja, also wie gesagt, wäre das absolute, der geniale Trade, wenn der Markt das Tief rausnimmt und das Hoch rausnimmt. Sollte das Momentum aufrecht bleiben, sollten wir hier noch weiter feinde Kurse sehen. Mal gucken, welches von beiden kommt, welches Szenario. Ich würde so ein bisschen jetzt eher auf das, nachdem das, also so wie es passiert ist, würde ich darauf setzen, dass wir versuchen, bis 10:50 Uhr nochmal versuchen, ganz knapp bis an die 10.112 zu gehen oder vielleicht sogar leicht drüber zu schießen. So, und jetzt sieht man hier auch mal das erste Mal diese große Action im Markt, also ein bisschen mehr Kontrakte. Also was haben wir vorhin gehabt in 10 Sekunden oder in 2, 3 Minuten? Es werden hier immer 3 Minuten als Zahlen abgebildet, dann löschen die sich, aber wir erinnern uns, wir haben vorhin dort 3 Kontrakte gesehen, 10 mal 20. Jetzt sind wir hier bei 60, 40, 35, 39, 25. Also jetzt wird hier richtig Action gemacht und ja, jetzt treffen wir einfach viele Marktteilnehmer auf dem Markt. Ja. So, ja, so viele Themen, die dann halt dann dazwischen drin rumkommen. Ja, bis jetzt ist der Stop-Loss relativ doof, aber auf der anderen Seite wäre ich eigentlich genau an dem Punkt bei 10.103, wenn ich keinen Short hätte, eigentlich eher Long. Ja, und es wäre mein Long eher im Minus. Gut, also wie gesagt, das Event ist 10:50 Uhr über 10.114, also über 10.113 zu gehen. So, die Wette steht. So, DAX, jetzt zeig mal, ob du dich nach meinen Fahrplan. hellseherischen Fähigkeiten bewegen kannst. Nach dem Heiko-Fahrplan, du. Der Heiko-Fahrplan, ja. Manchmal ist es echt cool, wenn ich mir das, also ich kann auch jedem nur empfehlen, sich die Striche so einzuzeichnen, wie ich das hier mache. Es ist halt einfach gut, um die Idee zu bekommen, ob das, was man denkt, mit dem Marktgedanken übereinstimmt. Das ist ja das. Wir müssen ja versuchen, als Trader uns in die anderen Trader, die den Markt bewegen, hineinzudenken. Und wenn uns das gelingt, gut gelingt, nur dann können wir auch richtig gute Profits machen. Ansonsten rennen wir dauernd immer ins, werden ausgestoppt, rennen ins Fettnäpfchen rein oder was auch immer. Und werden nie erfolgreich werden. Ja? Und wichtig ist ja nicht, es ist nicht wichtig, was ich denke, sondern es ist wichtig, was die Marktteilnehmer machen und wie die sich verhalten. Nur das bringt mich zum Erfolg. Also was ich denke, ist vollkommen Boogie. Ob mir der Markt zu hoch ist oder zu tief ist, das interessiert mich nicht, denn ich als Trader, ich bin außerhalb des Marktes, ich trade im CFD, ich habe keinen Einfluss auf den Markt. Würde ich im FDAX traden und würde jetzt hier Market mit 10 Kontrakten reingehen, dann bin ich die Person, die den Markt bewegt und ich weiß, wie sich der Markt aufgrund meiner Orders verhält oder nicht verhält. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes Ding, wenn ich weiß, ich gebe meine Order, nimm einen Markt auf, den ich beeinflussen könnte oder kann aufgrund meiner Order, dann sehe ich ja, wenn ich einen Trade eingehe, ja, was passiert. Das heißt, Leute, die aktiv am Markt sind, die sehen mit ihren Market Orders oder Limit Orders, halten sie den Markt, bewegen sie den Markt, dann kriegen die noch ein viel besseres Gefühl für den Markt und für das Marktverhalten, wie wir das jemals erlangen können.
Also das heißt, wenn ihr euch vorstellt, ihr drückt jetzt auf das Knöpfchen im FDAX, ihr handelt für eine Bank, 30 Kontrakte und ihr seht, mit euren 30 Kontrakten schießt ihr den Markt nach oben, 10 Punkte. Dann wisst ihr, ob der Markt dünn ist oder dick ist, ob wenn ihr eure 20, 30 Kontrakte reinhaut, ob sich der Markt überhaupt bewegt oder gar nicht bewegt. Und da kriegt ihr ein ganz anderes Gefühl zum Markt, wie das, wenn ihr jetzt einfach hier im CFD klickt. Das ist nochmal eine andere Ebene des Tradings. Ja, also wenn ich der aktive Marktteilnehmer bin und sehe aufgrund meines Verhaltens, ja, wie sich da der Markt verhält. So, jetzt sehen wir hier eine große Limit-Buy-Order von 50 Kontrakten. Mal gucken, ob die den Markt wieder wie vorhin pushen kann. 3, 4, 5 Punkte. Ja, das ist zum Beispiel so ein Trade, mache ich gerne. Da habe ich jetzt hier einen Stop von 4 Punkte. So, und da kann es durchaus sein, dass ich sage, ich habe 4 Punkte Stop, ich riskiere 100 Euro. Ich will aber auch nur 4 Punkte traden, als Beispiel. Ja, das heißt, ich nehme 25 CFDs rein, weil ich riskiere jetzt, oder nehmen wir mal 6 Punkte jetzt, bin schon ein bisschen weiter weg. Also mal sehen, ob ich den Trade hier kriege. Ich nehme 6 Punkte Stop. Das Problem ist, ich muss, wenn ich die Order sehe, gleich reingehen. Und da kann ich dann die Positionsgröße, also der Stop-Abstand ist ja die hauptverantwortliche Größe für meine, also der Hauptbestimmer für meine Positionsgröße. Ja. Und natürlich, je kleiner ich den Stop wählen kann, desto größer kann ich die Position schrauben und desto besser für mich. Ja. So, vielleicht, wenn der Markt das triggert, ich werde mal so ein 75-Euro-Trade machen. Wenn der Markt das triggert, mal gucken, ob es hinläuft. Also triggern wir jetzt die Hochs der letzten 5 Minuten, Kerze kommt was nach. Wie gesagt, kann man auf diese schnelle Kerze einfach einsteigen, 3 Punkte mitnehmen. Mal gucken, ob es kommt. Muss aber schnell sein. Kommt er oder kommt er nicht? Nein, kommt nicht. Die 50 Kontrakte-Order als Limit-Order ist auch wieder weg. Hm, 10.52 Uhr, wir haben es gleich 11 Uhr. Kriegen wir noch, 11 Uhr kann noch Zeit? Habe ich jetzt nicht mehr. Muss ich gleich mal noch gucken. Bei so vielen Sachen da heute, die wir hier besprochen haben. Nee, keine Zahlen, Heiko, aber nutzt du mehrere Bildschirme, war die Frage vorher nochmal? Ach ja, ja, 2 Bildschirme habe ich. Genau. 2 Bildschirme, 22 Uhr, 24, nee, 24. 24 Zoll ist das. Ist das 24 Uhr? 24. Genau, ich bin aber am Überlegen, auf 3 zu gehen, weil ich halt auch viel noch schreibe in meinem Premium-Service und so weiter. Dass ich da das nehme. Ach, wir haben es ja gleich um 11. Ey, das Webinar ist ja gleich vorbei, Mensch. Heiko, ich wollte dich jetzt nicht ausbremsen, weißt du, und die Marktteilnehmer oder besser gesagt Webinar-Teilnehmer sind ja auch hier schier Flamme. Das Webinar ist übrigens gesprengt worden, also wir sind so viele Teilnehmer, dass sicherlich einige abgelehnt wurden. Der Punkt ist aber, das werden wir gerne bei Gelegenheit mal wiederholen, aber Heiko, ich will dich übers Maß natürlich nicht beanspruchen. Wir sind auf jeden Fall jetzt schon über 2 Stunden am Start und ich glaube, den du mal hier durch den Ether geschickt hast, der ist viel, viel wert gewesen und ich habe auch durch die Reihe weg eigentlich nur positives Feedback bekommen. Eine Sache noch, vielleicht ganz kurz, oben rechts deinen Timer. Also wir haben bei den Timer, den du oben im Chart beim M1 hast. Woher ist der? Der war ein bisschen schwieriger zu finden. Ich gucke gleich nochmal. Okay. Danach. Also den gibt es, also ich glaube, man findet ihn auch hier in der Bibliothek, wenn man hier auf Bibliothek geht oder wo ist es, auf Market, da war der, durch Zufall habe ich den gefunden, nach einer irgendeiner Sortierung war der relativ weit oben dabei, muss ich jetzt mal kurz gucken. Genau, also im Prinzip findet man eigentlich alles, also das World Wide Web oder Google gibt das auf jeden Fall her. Ich habe auch selber so einen Candle-Anzeiger, wo die Kerze neben den Candles läuft. Also da gibt es eigentlich kein, also nichts, was es nicht gibt, sagen wir mal so. Heiko geht gleich mal long. Rainer fragt, welchen Basiswert der Herr Bären tradet. Das ist der DAX, das ist der CFD DAX, den er im Prinzip tradet, den CFD DAX und hier praktisch auf den Kassa berechnet, aber den Future immer im Blick, um so eine Kombination Also wir sehen jetzt hier eine große Limit-Buy-Order wieder, also ein Käufer möchte bei 10.093 kaufen. Wenn da es keinen Verkäufer zu diesem Preisbereich gibt, sollte der Markt nochmal diese 3, 4 Punkte nach oben gehen. Ich habe einen Stop von nur 6 Punkten, das heißt, ich habe jetzt einen Stop mal als Beispiel von 150 Euro. Ein ganz knapper Stop, den kann ich deswegen legen, weil wenn die Order weggeht, dann fällt der Markt jetzt gleich durch und stoppt mich eh aus. So.
Und es gab jetzt gerade einen Verkäufer, der zu diesem Preis verkauft hat. Kommen jetzt noch mehr Verkäufer rein, fällt der Markt jetzt nach unten. Jetzt wurden nur die 58 Kontrakte gefüllt. Wie gesagt, diesen kleinen Stop kann man setzen. Ich habe auch noch ein kleines Ziel. In dem Trade davor, den ich jetzt wiederum nicht gemacht habe, ja, da ist es aufgegangen. Und wie gesagt, da kann man auch sagen, ich schraube das halt mal so hoch und wenn ich jetzt ausgestoppt werde, wie gesagt, ich bin ja bereit, das Risiko einzugehen. Kleines Ziel, also kleiner Stop heißt auch kleines Ziel. Das heißt, wenn man aus so einem Trade, also wenn es gut läuft, kriegt man aus so einem Trade mit einem 5-Punkte-Stop 12 Punkte raus. Das heißt, ich riskiere 150 und bei 12 Punkten mache ich damit 300. Ja, also das heißt, wenn man jetzt hier das hochgeht, ja, 300, was wäre das hier? So, 300 wäre hier. Ja, so, das ist natürlich auch ein schönes Ziel. Oder wenn ich da 1 zu 1 verdiene, das reicht mir dann aus. So gut war jetzt, dass ich ganz knapp nicht ausgestoppt wurde. Und jetzt mal gucken, ob der Push nach oben durchkommt. Ja, man kann auch Teilverkäufe machen, wie auch immer. Ich werde den Trade jetzt aber nicht mit plus minus 0 beenden, weil ich möchte entweder jetzt sehen, dass ich minus 150 kriege oder ich kriege die hohe plus 150, eins von beiden. Aber Wir haben es jetzt 10 Uhr 6. das mit dem Ja? knappen Ausstopper, Heiko, da sind wir auch wieder bei den Spreads, ne, die extrem wichtig sind. Also ich Ja. möchte wetten, bei dem einen oder anderen Broker, ohne hier jemanden Ja. schwarz malen zu wollen, ist die Order eben gefüllt worden. Aber das ist eben im Prinzip, wenn du so knappe Stops setzt, da ist das schon wichtig, dass du da ein gutes Pricing hast und eben Genau. letztlich nah am Markt bist. Aber was natürlich der Markt macht, das ist völlig, also den Markt interessiert überhaupt nicht, was wir hier machen. Aber wenn Genau, wir, das sag ist, ich mal, wie gesagt, das muss man nicht wissen, ja. genau. Dass das nicht interessiert. Ich muss immer nur gucken, also ich weiß, okay, bei 10.093 wurden jetzt 60 Kontrakte umgewickelt. So kann man jetzt ausrechnen, 60 Kontrakte Umsatz mal 25 mal 10.093,5 Punkte ist ein Geldwert von 3 Nullen, 3 Nullen von 15 Millionen, die da umgesetzt wurden. Ja, also rein als Geldwert. Ja, 15 Millionen wurden dort umgesetzt. Das ist schon mal eine Hausnummer, ist jetzt nicht sonderlich viel, aber ist durchaus mal eine Hausnummer, wo ich jetzt sagen kann, okay, da ist irgendwie Interesse da. Also da möchte jemand kaufen, jemand verkaufen. So, und wenn da jetzt dieser Preisbereich immer öfters hält, dann gibt das für mich einen tollen Read. Weil jetzt seht ihr ja hier wieder, jetzt ein Kontrakt getradet, ja, noch ein Kontrakt getradet. So, aber er kann den nicht aktivieren. Er kann diesen da oben, den nächsten, nicht aktivieren. Ja, so, und wenn der jetzt kommt, so, jetzt kommt er. Da kommt er. 5. Und jetzt werden hier oben, wenn jetzt hier oben noch die Limits weggezogen werden, dann kriege ich einen richtig guten Trade. Und jetzt Achtung, ich war 75 vorne, wäre jetzt fast bereit gewesen, den Trade zu closen. Warum? 18 Kontrakte reichen aktuell, um den Markt zu stoppen. Bei der Wohler, also ein Kontrakt 7, 1, 1, 1, 1, 8, 5, 18 am Top der Bewegung ist richtig viel Holz. Ja, wenn ich vorher fahre ich 10 oder vorher, wie soll man es am besten erklären, aber 1 oder 7 zu 18, ja, das heißt hier oben, das reicht aus, 18 Kontrakte als Limitverkauf, die dort nicht gleich rausgeholt werden, um den Markt hier zu stoppen. So, jetzt macht noch eine Attacke, jetzt stellt er mal hier, seht ihr schön, Verkaufsorders rein, 50 Kontrakte. Ja, und das zeigt mir jetzt, da sagt einer, hallo, ich bin's, Verkäufer, ja, ich möchte gerne euch, ihr könnt jetzt kaufen, wie ihr wollt, ja, bringt euch nichts. Man kann diese Limit Orders, wie ihr es auch gerade gesehen habt, jederzeit wieder löschen. Also Limit Orders sind ja immer nur Orders. Jeder, der den Future hat, der weiß ja um diese Limit Orders und der weiß auch immer, dass man da auch mal Spielerei machen kann. Ne? Man zeigt mal an, 50 Kontrakte, hallo, hier bin ich mit 50 Kontrakten. Ja. Und versucht da halt eine Reaktion am Markt zu erzeugen. Ja. Ja, auf der anderen Seite gibt es einen aggressiven Käufer, der die 50 Kontrakte haben möchte, denn dann holt er sich die, dann kauft er einfach mal Market 150 und kriegt die 50 bedient. Ja. So, und dann kommt der Trick, nämlich dieser Limit-Verkäufer will gar nicht verkaufen, er will das nur anzeigen. Und so, der hat auf seinem Screen, weiß er ist die 10. Person, die 50 Kontrakte hat. Wenn es bei der 8. Person ist, gibt es einen Button, der heißt, lösche meine Order. Also wenn 8 vor mir gefüllt werden, dann lösche meine Order. So, und jetzt kommt einer her und sagt sich, oh, da oben, ich kriege 50 Kontrakte. Die Person löscht die Order und dann schießt der Markt plötzlich in 10 Sekunden 15 Punkte nach oben. Also das ist ja sozusagen das System, was dahinter steht. Ja. So, jetzt gucken wir mal, wenn es jetzt nochmal hochgeht, ob der das löscht. Also wie gesagt, normalerweise muss ich jetzt den Trade hier beenden. Ein Kontrakt, drei, wir gucken mal, ich zoome es mal hoch.
Dann seht ihr hier die Kontrakte, das sind zwei Kontrakte im Limit Sell, da muss er einer die zwei Kontrakte verkaufen, kaufen, damit wir auf die 101 gehen, jetzt 333, also jetzt wird schon wieder ganz, ganz kritisch. Also im Trading Dome sieht es so aus, wenn wir den mal noch mit dazu machen, da haben wir jetzt 8 Kontrakte, 12, 2, 7, ja, so, jetzt kommt diese Order da rein wieder. Ja, und das Rumgediller ist halt nervig, ja, also diese große Order, die ich erwartet habe, kam nicht. Wie gesagt, entweder jetzt minus 150 oder ich muss jetzt hier oben doch rausgehen. Warum? Was habe ich jetzt, auf was habe ich gesetzt? Ich habe darauf gesetzt, dass hier oben die Order aktiviert wird. Wie gesagt, die 18 war schon das Highlight jetzt in diesem Move. Aber auf der anderen Seite, ja, ist jetzt wieder das Volumen raus. Das heißt, der Markt wird mehr und mehr zufällig. Das heißt, ich setze mich in einem erhöhten Risiko aus, weil die Kontinuität nicht kommt. Also ich muss jetzt darauf hoffen, ob der Trade kommt oder nicht. Und das mit einer 9-Stunden-Kerze, naja, ist alles, naja, nicht gerade das Gelbe vom Ei. Aber gut, so, mal gucken, wenn ich hier einen Plus sehe, werde ich jetzt mal den Trade hier beenden, wenn es geht. Und ja, ansonsten halt minus 150. Also wie gesagt, es muss immer zur Kontogröße passen. Gut, also wir können ja in einem weiteren Feld oder ihr könnt auch gerne bei mir im Service, den ich ja auch anbiete, wo ihr das auch viermal die Woche, das was ich euch heute gezeigt habe, aber wesentlich mehr auf das Trading bezogen, denn in meinem Service sind ja nur Teilnehmer, die gerne nur traden wollen. Ich wollte aber heute auch ein bisschen einen Einblick, ein bisschen erklären, ein bisschen allgemeines Sachen euch zeigen. Das heißt, ich habe einen Premium-Service, den findet ihr ganz einfach auf Gottmund Trader. So viel Werbung muss gestattet sein. Na logisch. Ihr geht auf Gottmund Trader und geht dann hier auf Premium. Ich gebe euch dann auch nochmal den Link. Ach, hier oben, ein guter Trade braucht nicht mehr als 5 Minuten, da ist er ja schon. Ja, ist neu, ist, oh, hier, Mensch. Ja, ich habe dich schon gesehen. Ich werde ja überwältigt. Es ist die Woche schon so am Laufen, Heiko, deswegen haben wir das alles schon, ja, so... Ach du grüne Neune. Doch, es läuft die Woche schon. Okay, also, ja, hier seht ihr das, mein Service ist der Highspeed Day Trader. Ich gebe euch den Link. Genau. Da könnt ihr halt gerne mir viermal die Woche beim Traden zuschauen. Dort wird live getradet. Ich trade dort ab morgen dann diesen VV-Account, also für die Vermögensverwaltung einen Account, und das halt mit euch live zusammen. Und ja, was gibt es noch zu sagen? Ich mache auch immer Ausbildungsinhalte, also das heißt, wenn interessante Situationen sind, wird Ausbildung gemacht. Orderflow, Analyse, Struktur, also wie gesagt, ihr kriegt sozusagen das Leben mit und das führt halt dazu, dass ihr sozusagen immer live am Markt dabei seid. Wer sich bei dem Service noch nicht sicher ist, ich habe einen YouTube-Channel auch, wo auch viele Webinare kostenfrei sind, die könnt ihr euch reinziehen und könnt sagen, okay, das liegt mir, das liegt mir nicht, das ist so interessant, ich möchte mehr darüber erfahren, könnt ihr euch das gerne auch mal anschauen. Also hier sind etliche Trades dabei, von JFT Broker, meine ganzen monatlichen Webinarmitschnitte, Präsentation, erfolgreiches Trading, was gehört dazu, kann ich auch nur jedem empfehlen, sich mal anzuschauen. Also zieht euch das am besten rein, den Stoff, und wenn ihr merkt, okay, ich möchte gerne live dabei sein, ich möchte gerne wissen, wie das geht, wie man da tagtäglich am Markt auch die Chance bekommt, Geld zu ertraden, dann seid ihr gerne herzlich eingeladen in meinem Service. Als Beispiel noch, vielleicht auch, damit man sieht, was so möglich ist. Hier seht ihr die Performance von einem letzten Account, also ein Verlusttag und hier die entsprechenden Gewinntage. Und wenn man sich jetzt hier den Schnitt wieder ausrechnet, also die Gewinntage im Schnitt, lag ich hier bei 400 Euro. Und das ist der Schnitt, 418 Euro ist der Schnitt, und da sind wir nochmal bei dem Thema wie vorhin, ihr müsst einfach mehr verdienen können, damit ihr, wie gesagt, ich habe hier über 1000 Euro an manchen Tagen und der Schnitt am Ende sind nur 400 Euro. Und wenn ich jetzt nochmal 3 Tage Urlaub mit dazu nehme oder hier nochmal minus 300, noch einen Nullertag, noch einen Nullertag dabei, ja, dann ist der Schnitt hier schon, geht dann schon runter auf 304 Euro. Und da sieht man, es reicht nicht für einen 200-Euro-Schnitt, müsst ihr es schaffen. Wie gesagt, für einen 200-Euro-Schnitt müsst ihr auch einen Tag haben, wo ihr auch 600 Euro verdient, um nämlich diese Verlusttage zu kompensieren. Ja? Also das ist ganz, ganz wichtig, das müsst ihr unbedingt hinbekommen. Nur dann kriegt ihr den Schnitt. Also hier seht ihr mal so ein Beispiel, wie sich das dann verändert. Also
zwei Verlusttage, zwei Nulltage und schon sinkt der Schnitt von 400 Euro auf 300 runter. Ja. Und deswegen da meine Empfehlung, wo ich, was ich vorhin gesagt habe, ihr müsst mehr verdienen, wie der Schnitt euch das sagt. Ach hier, ich wurde doch noch bedient, holla die Waldfee. Ja. Und ja, was waren es? 100, 300 Euro. Beim Quaken nebenbei den Take Profit eingefahren. Besser geht's gar nicht. Na oder? Logisch, nein, aber wie gesagt, der Trade wäre, ganz ehrlich, der Trade wäre auch so nicht rausgegangen bei mir, sondern eher auch weiter unten. Aber es war ja heute wieder sehr lehrreich, Heiko, und ich muss auch dickes Danke sagen, auch das Feedback hier im Chat ist wenig überraschend, durchgehend positiv. Ich meine, wie gesagt, wir werden dich ab und zu noch laden, auch hier, wir arbeiten ja eh enger zusammen als manch anderer. Zusammen. Deswegen freue ich mich da auf jeden Fall auf weitere Geschichten mit dir. Wie gesagt, es kam heute Bombe an, habe ich auch nicht anders erwartet. Das Feedback überwältigen. Danke, danke ans Publikum zurück, dass Ihnen das interessiert. Ja, also wie gesagt, ich gebe da gern mein Wissen weiter und ja, wie gesagt, bin da gerne bereit, dieses auch hier des Öfteren mitzuteilen. Ja, also wenn er mich dann demnächst nochmal einladet, irgendwann in ein, zwei Monaten oder so, gern, gern. Dann also, komme ich gerne, gern, wenn ich gewünscht bin. Das machen wir auf jeden Fall. Also heute Nachmittag nochmal als Info, derselbe Link wie heute. Da werden wir, wie gesagt, mein Spezialbereich ist nicht DAX. Ich werde mir eher die Währungen vornehmen, aber ich kann den DAX, werde ich jetzt mittelfristig mir dann auch nochmal mehr zu Gemüte führen als zuletzt, um eben auch hier noch da ein Stück weit Einblicke zu geben. Und Heiko ist da auf jeden Fall einer, der hier auf Jahrzehnte, hätte ich fast gesagt, aber auf deutlich über 10 Jahre Markterfahrung zurückblickt. 16 sind es rund. Also insofern eine ganz dicke Geschichte, die wir weiter ausbauen. Heiko wird uns treu bleiben. Ich finde es auf jeden Fall super. Ich hoffe, wir haben auch heute außerhalb von JFD schon Kunden gehabt, die uns noch nicht kennen. Ich denke, da konnte auch Heiko hier am Account demonstrieren. Und übrigens, die Pricings sind hier im Demo-Account genau wie im echten gleich. Wir haben zwar einen anderen Surfer, aber die Preise sind, ich sag mal, gespiegelt. Das heißt, es ist genau das Gleiche. Wer uns testen will, soll auf jeden Fall mal einen Demo-Account eröffnen und kann uns da auf jeden Fall auf Herz und Nieren prüfen. Und in Kürze gibt es, wie gesagt, noch schöne DAX-Offerten, damit auch hier die Indexträger da alle auf ihre Kosten kommen. Und wie gesagt, heute Nachmittag gibt es nochmal Teil 2 der Session. Da ist Heiko leider nicht dabei, weil er natürlich auch neben seinem privaten Trading auch einen Service hat, den er auch betreuen muss. Insofern danke, Heiko, für deine Teilnahme an dieser Stelle, für das Überziehen auch an dieser Stelle. Ich wünsche auf jeden Fall allen Teilnehmern jetzt erstmal eine angenehme Mahlzeit. Heiko, gönn dir mal eine Pause. Du hast das Webinar super performt, aber das nächste Mal nehme ich mir noch eine große Tasse Tee dazu und kann dann noch entspannter lauschen neben dem Frühstück schon. Auf jeden Fall ganz toll. Ja. Danke, Heiko, für dein Dasein. Ich will es dann an der Stelle auch langsam beenden, weil, wie gesagt, du bist schon über den Durst jetzt bei uns und wir wollen es nicht übertreiben. Ganz genau. Genau. Ja. Deswegen, danke an dieser Stelle. Aber auch nur, wenn das so toll ist, ja, das muss ich jetzt auch nochmal sagen. Also es passiert auch nur, wenn das Publikum so toll ist und auch interessante Fragen gestellt werden, dann nur dann mache ich das halt auch oder vergesse dann dabei die Zeit. Ja, und da sieht man halt auch, dass ich es doch gerne mit Leidenschaft mache. Okay. Ja, und vielleicht, um dir ins Wort zu fallen, würde ich mich an der Stelle auch schon mal verabschieden. Wie gesagt, ich bin überall online präsent. Ihr könnt mich überall finden, sei es bei JFD, sei es bei YouTube, sei es bei Guidance, sei es bei Facebook. Einfach nach mir googeln. Wünsche euch auch noch erfolgreiche Trades. Ich hoffe, ihr habt was gelernt und vielleicht sieht man sich hier und da irgendwann demnächst. Darf mich an dieser Stelle verabschieden und ich sage immer am Ende gerne Tschö mit Ö, euer Heiko. Da gibt es nichts mehr anzuknüpfen. Ich will auch gar keine Worte weiter verschwenden. Wünsche euch was und wenn wir uns wiederhören, dann morgen bzw. heute vielmehr am Nachmittag oder morgen bei den anderen Sendungen, die wir hier abfahren. Also, ciao dabei an alle und danke fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.